Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 384. Mein Name ist René und auf der anderen Seite heute mit dabei die Alice, also known as Sportsland Alice. Hallöchen und Gude und Grüße und Servus. Servus, Grüezi und Hallo. Ja, wir hatten gerade eben kurzfristig im Vorgespräch überlegt, ob wir einfach alles irgendwie in so Wiener Dialekt heute machen. Wir haben uns aber dann doch dagegen entschieden. Und wer sich jetzt fragt, wo die anderen sind, ich weiß es auch nicht, die sind alle verschwunden. Kaum haben wir die 10 Jahre hier voll, machen die sich alle aus dem Staub. Es ist fürchterlich. Tja, jetzt müsst ihr mit mir vorlieb nehmen. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Alternative, würde ich mal so behaupten. Nein, Marvin und Basti sind auf dem Weg nach Salzburg. Das war auch so geplant, deswegen war es auch ein bisschen schwierig, einen Termin zu finden. Sie haben uns zumindest eine Sprachnachricht geschickt. Die werden wir uns gleich mal anhören. Ich habe keine Ahnung, was die Jungs dort 2 Minuten 49 Sekunden lang besprechen, aber es wird viel sein. Der Herr Dennis steht irgendwo auf der bundesdeutschen Autobahn im Stau, so wie man das halt auf bundesdeutschen Autobahnen so tut. Und Frau Alex liegt weiterhin krank im Bett. Vielleicht könnt ihr ihr im Nachgang, wenn ihr die Folge zu Ende gehört habt, mal per Twitter so ein paar Genesungswünsche schicken. Ich glaube, sie freut sich darüber. Wollen wir über Fußball reden oder suchen wir uns spontan irgendein anderes Thema aus? Och, lass doch mal die Jungs über Fußball reden und dann gucken wir, ob wir noch was zu Sisi und Franz uns einfällt. Gut, dann hören wir jetzt erstmal, was Marvin, Basti und wer da sonst noch so in dem Auto nach Salzburg sitzt, so zur Eintracht sagen wollen. Hi, gute Adler. Na, René, ja, vielen Dank. Wir sind gerade noch auf der Autobahn. Oh ja. Wo sind wir? Wir brauchen noch 2,5 Stunden, glaube ich. 2,5, 3 Stunden, genau. Nach Salzburg, und Marvin und ich haben auch beschlossen, wir reden ausschließlich nur noch über dieses Salzburg-Spiel. Ja, ich weiß auch gar nicht, um was wir sonst reden sollen. Ich auch nicht. Es gibt jetzt auch gar nichts mehr, ja. Ja, ich bin sehr froh, dass es jetzt wieder Richtung Salzburg geht. Eigentlich nach dem 4-1 ganz gute Ausgangslage, oder was sagst du, Basti? Ja, wir beide hatten ja schon diskutiert, ob dieses Gegentor vielleicht nicht doch ganz gut war, um die Spannung hochzuhalten. Ja. Ich habe da noch keine abschließende Meinung zu, muss ich sagen. Ich glaube, ich hätte doch lieber 4-0 gewonnen. Ich tatsächlich auch. Ich muss aber sagen, dass hoffentlich nicht wieder so komisch rotiert wie jetzt bei dem Spiel, was wir jetzt nicht mehr ansprechen wollen. Ja? Fakt ist für mich, dass die Mannschaft wieder in der Top-Verfassung auch sich aufstellen lassen muss, genauso wie gegen Salzburg im Hinspiel, oder? Ja, aber ich glaube, wenn wir eins nicht bemängelt haben in den letzten Wochen und Monaten, bei all der Kritik, die wir geäußert haben, dann ist es die Defensive. Ja. Also die hat ja eigentlich bis auf diese kleinen Aussetzer da immer funktioniert. Ja. Ich glaube tatsächlich, wenn das so bleibt, und ich wüsste keinen Grund, warum das nicht so ist, Hinteregger ist wieder da. Also diese Abwehr ist stabil mit Indika, der ist in guter Form. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Abwehr 3 Tore gegen diese Mannschaft kassiert, die halt auch in ihrer eigenen Liga gerade am Struggeln ist. Ja. Also da müsste schon die Hölle zufrieren. Ja. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Aber das heißt natürlich für mich auch ganz klar, Durm wieder rausrotiert, sowas. Ja, also das brauche ich bei Durm und Chor in der Anfangsformation auch einfach nicht mehr sprechen. Das ist gar nicht böse gemeint, aber das sehe ich aktuell einfach nicht. Wenn wir weiterkommen wollen... Bisschen böse ist schon gemeint. Ja, ein bisschen böse ist schon gemeint, hängt aber auch so ein bisschen einfach mit dem Können zusammen, dieser Protagonisten. Ne? Also insofern, ansonsten glaube ich, Startformation vorne wieder Silva, oder? Ja, das ist, vorne ist es mir ehrlich gesagt egal. Ja. Ich will gar nicht viele Tore sehen. Ich will, dass hinten die Bude steht, dass hinten die A-Formation spielt, dass Rode und Zoff vielleicht ein bisschen für Ballsicherheit im Mittelfeld sorgt, was halt auch Zeit bringt. Und vorne, ja eigentlich, du hast halt keine Alternative mehr, weil Paciencia hat für mich auf ganzer Linie enttäuscht auch. Ja, den kann man leider, auch mal rausheben. Leider, bitte, ja. Und Silva braucht ja auch Spiel. Es ist ja nicht so, dass Silva überspielt ist, weil der kam ja erst kürzlich rein. Er müsste eigentlich die Rückrunde durchspielen können. Ich will ja noch ehrlich gesagt weiter sehen, weil ich immer noch denke, du hast ja auch, als er reingekommen, außer, ich wollte jetzt nicht über das Spiel sprechen, aber selbst in diesem anderen Spiel hast du gute Ansätze von ihm gemerkt. Ne? Also insofern, ich denke, es ist wichtig, dass wir ihn spielen lassen, und ansonsten würde ich einfach mal schauen, wie es weiterläuft. Ich glaube, oder ich hoffe, wir kommen weiter gut durch. Lossi Bär fährt hier wie ein wunderbarer, ja, wie soll ich sagen, Gott, ja. Wunderbare Fahrer. Ja, ein Fahrgott tatsächlich, ja, aber kein Fahrgott. Naja, also ich naja, bevor wir jetzt hier Loch und Löcher weiterreden. Würde ich einfach mal sagen, in Basti, diesem Sinne, Regenrinne. Was tippst du, Basti? 2-0 für Salzburg. Alles klar, ich sag 3-1 für die Frankfurter Eintracht. Dabei, und dann kommen wir in die nächste Runde. Macht's gut, ihr Lieben, viel Spaß noch. Ciao, ciao. Also ich bin mir nicht so sicher, ob da nicht schon irgendwelche alkoholischen Getränke im Spiel waren. Es klingt auf jeden Fall so. Der Vorteil ist, der Druck der schlechten Wortwitze ist jetzt von uns abgefallen. Ja, das stimmt. Aber viel schlechter als das, was Marvin da abgeliefert hat, geht eigentlich auch nicht wirklich. Ja, ich glaube, damit haben sie den Themenkomplex Salzburg so ein bisschen für uns aufgemacht.
dann würde ich sagen, starten wir doch auch direkt damit rein. Ich habe mal so ein bisschen mitgeschrieben, was die Jungs da so erzählen. Und ja, die allumfassende Frage, die ich mir auch schon so ein bisschen vorher überlegt hatte oder mal drüber nachgedacht habe, ist so dieses Thema, wie schwerwiegend tatsächlich dieses eine Gegentor dann am Ende schon ist. Sie haben es zwar ja angesprochen, 3-0 sollte man eigentlich mit der Abwehr nicht unbedingt da fangen. Aber so richtig drauf verlassen kann man sich auf dieser Berg- und Talbahn der Eintracht in dieser Saison eigentlich auch nicht so richtig, oder? Ja, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es nicht geil ist. Auch wenn jetzt mal irgendwie geredet wird, so von wegen, ja, dass man noch ein bisschen wach bleibt oder sowas. Ich sehe das, also geil ist es nicht. Ich fand es in dem Fall sogar noch so ein bisschen schade fürs Spiel, weil es dann irgendwie so ein bisschen so negativ für mich war. Es dann irgendwann so, ne, als es dann noch gefallen ist, hat mir irgendwie so ein bisschen die Freude eigentlich an diesem Spiel genommen, auch wenn das wahrscheinlich total übertrieben ist. Ich bin so ein bisschen, oh, es ist ganz schwer einzuschätzen. Vor dem Spiel habe ich schon mal gedacht, okay, vor den Wechseln von Salzburg hätte ich gesagt 70-30 Chance für Salzburg weiterzukommen, dann danach 50-50 durch die schweren Abgänge. Und ich fand, Salzburg war erstaunlich schwach, also ja, noch schwächer, als man es gedacht hat, gerade halt in der Offensive, weil ich meine, ich sag mal, bei unseren Gegentoren, da ist so ein bisschen, oder bei unseren Toren ist ein bisschen was dazugekommen, viele Faktoren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da jetzt rausfliegt mit der Ausgangslage, um dann zu deiner Frage zurückzukommen. Ich glaube nicht, dass das Gegentor so schwer wiegt, ist es aber nicht geil. Würde ich jedenfalls so einschätzen. Ich sehe es ein bisschen wie der Basti auch, also komplett auf die Defensive zu konzentrieren. Ist natürlich immer so ein bisschen so ein Risikofaktor und das ist dann ja auch nicht das geilste Spiel. Und was mir dann halt, wo wir dann so ein bisschen dahin kommen wieder, was mir dann halt so ein bisschen fehlt, ist, dass du halt vielleicht auch mal die schnellen Konter setzt. Das aber könnte natürlich eine Chance sein. Ich wollte gerade sagen, dafür wäre das Spiel ja an sich eigentlich sehr gut geeignet, weil du musst ja nicht, du hast ja nicht den Druck als Eintracht. Nee, genau. Also ja, du kannst dich ja halt machen lassen. Genau, du kannst dich ja sehr bequem da hinten reinstellen. Du hast ja da hinten extrem gute Jungs stehen, die ja eigentlich das da hinten ganz gut wegmoderieren können. Wenn sie nicht gerade gegen Union Berlin spielen. Da reden wir dann gleich noch drüber, ob das tatsächlich Fußball war, was da gespielt wurde, oder vielleicht eine andere Sportart. Bleiben Sie dran. Und wie Basti ja auch sagte, ein Hinteregger ist wieder da, der ja auch durchaus bei anderen Spielen, auch bei dem Union-Spiel, gezeigt hat, dass er durchaus in der Lage ist, mit so einem eröffnenden Ball auch mal 2-3 Reihen zu überspielen. Und damit hättest du ja eine gute Ausgangsposition für schnelle Konter. Genau, also das ist auf jeden Fall so. Ich finde, zusätzlich hast du mit Hinteregger natürlich auch noch jemanden, der bei eigenen Ecken sich auch, sag ich mal, vorne für das ein oder andere Tor anbietet. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es schief geht. Ich hoffe es natürlich auch nicht. Ich glaube, Salzburg hat jetzt auch einfach eine schwere Phase gerade. In der Liga läuft es auch nicht so gut. Und da muss man halt voll konzentriert sein. Und das ist aber das, was man halt jetzt von der Eintracht erwartet. Ich finde, natürlich ist es jetzt ein anderer Wettbewerb und so, aber das Union-Spiel hat jetzt nicht unbedingt geholfen, um Selbstbewusstsein aufzubauen. Und das ist das, was mich so ein bisschen stört, weil eigentlich müsstest du da jetzt reingehen, breite Brust und sagen, okay, hier, guck mal, wir sind irgendwie die Checker von der Europa League. Und ich weiß noch nicht genau, ob sie das können. Weil man halt eben diese zwei Gesichter immer von der Eintracht hat. Na, sagen wir es mal so, ich mache mir jetzt bei dem Salzburg-Spiel, wenn wir jetzt so das mal in diese Gesamtwoche so irgendwie mit einbeziehen, hat sich wenig Gedanken, dass da jetzt irgendwie Motivation ein Thema ist, weil ich glaube, dass dieses Thema Salzburg, A, wir eine bessere Ausgangslage haben und B, diese Situation der Auswirkungen des Union-Spiels für ausreichend Motivation sorgen wird, da gegen Salzburg nicht unterzugehen, sondern dass es eher ein Push ist, plus den Faktor, dass auch, es wird halt einfach eine geile Stimmung da sein. Die Salzburger haben wahrscheinlich auch, die Fans auch nochmal großen Bock, da so ein Spiel irgendwie mitzuerleben. Da werden auch eine ganze Reihe von Eintracht-Fans da unten sein. Also ich glaube, da ist halt schon irgendwie die Weichen gestellt. Wenn du dich halt nicht blöd irgendwie auskontern lässt und halt auch
effektiv genug vorne dann mit den wenigen Punkten bist, die du hast, weil wir hatten ja auch im Hinspiel noch Chancen auf ein 5-0, bevor das 4-1 gefallen ist, und da waren wir ja bei 14 Torschüssen und 9 Ecken am Ende nur 4 Tore daraus gemacht zu haben, also da kannst du ja auch nochmal die Frage nach der Effektivität so ein bisschen stellen. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass wir uns, dass wir das Ding so dermaßen an dieser Stelle herschenken werden. Vielleicht nee, auch wegen Union. Ja, also ich glaube, so ein bisschen der Hallo-Wach-Moment ist natürlich auch, es ist ja immer zwei Seiten. Du kannst halt sagen, okay, entweder sie sind halt, haben jetzt, sag ich mal, nicht so den Auftrieb durch den Montag, oder sie jetzt erst recht Mentalität. Das weiß man halt immer nie. Und gerade bei Eintracht Frankfurt, finde ich, kommt es halt immer drauf an, auch wie sie sich von Beginn an auf diesen, auf den Platz stellen und wie sie halt auftreten. Ja, ja. Und das Einzige, was man, was nicht passieren darf, ist ein frühes Gegentor. Weil dann sehe ich die Fälle relativ schnell sozusagen schwinden, so von dem eigenen Selbstbewusstsein und dann der Auftrieb auf der anderen Seite für eben Salzburg. Also das, da muss man die ersten, sage ich mal, 30 Minuten ohne Gegentor zu überstehen, wäre schon sehr gut. Also entweder die ersten 30 Minuten halt wirklich ohne Gegentor, also mal auf jeden Fall ohne Gegentor überstehen und dann einfach sagen so, okay, lass halt das Spiel verwalten, oder halt schon einfach früh selbst ein Auswärtstor an der Stelle machen, weil dann wird es halt für Salzburg richtig kritisch und dann werden die halt auch aus meiner Sicht definitiv genau das Spielen einstellen, weil die Anstrengungen, die sie dann noch leisten müssen, stehen wahrscheinlich am Ende in keinerlei Verhältnis zu dem, zu der Wahrscheinlichkeit, das Ding am Ende noch irgendwie für sich zu entscheiden. Das wäre dann natürlich so das optimale Ding, da einfach relativ früh ja, den Sack zuzumachen, ja, zu sagen, hier, wir sind Eintracht Frankfurt, ihr habt hier, braucht hier gar nicht anzukommen. Wir haben jetzt irgendwie schon 18 Mal gegen RB-Vereine gewonnen und das machen wir jetzt auch gegen euch. Edge Badge, ja, finito. Dagegen spricht so halt nur, dass unsere Auswärtsbilanz bedeutend schlechter ist als unsere Heimbilanz in dieser Saison so lange. So, von daher. Ja, aber ich finde, Europa League ist für die Eintracht halt auch nochmal ein ganz, ganz anderes Pflaster und die Spieler wissen, was auf dem Spiel steht, die haben Bock auf so diese magischen Nächte und ich glaube, also ich bin anders als beim Rest relativ positiv gestimmt für dieses Spiel. Es gibt ja auch, wie schon gesagt, eigentlich keinen Grund, da jetzt nicht an dieser Stelle positiv zu sein. Wir haben eine relativ gute Ausgangslage, wir haben die Tore, wir haben jetzt nochmal diesen Dämpfer vorher gehabt, was uns da nochmal Motivation bringen wird. Es werden auch ja die Spieler, die sich am Montag geschont haben, werden ja dann auch wieder auf dem Feld stehen. Hinteregger dafür damit, weil er die Gelbsperre ja abgesessen hat. Von daher, wir spielen da auch mit der absoluten A11. Über die Aufstellung können wir dann gleich nochmal reden. Und damit ist das Ding, glaube ich, dann auch relativ solide dort zu bewerkstelligen und würde uns in eine nächste Runde bringen, wo die Auslosung, ich glaube, Freitag 13 Uhr wieder ist, ne? Ja, live bei Eurosport. Ah, das stimmt, da war ja was. Da war ja was, ja. Bisschen Promo muss sein. Ja, natürlich. Sei dir gegönnt. Ich hoffe, dass ich diesmal schaffe zu gucken. Die letzten zwei Mal kamen mir leider so blöde Arbeitstermine dazwischen, wo ich das dann nur so halb unterm Tisch verfolgen konnte. Das war so semi-gut. Ja, das verstehe ich. Genau. Im Endeffekt ist es aber auch immer so ein sehr großes Buhai um zwei Namen, die dann entscheidend sind. Ja. Aber gut. Wen würdest du dir denn wünschen? Ich würde mit der. Achso, als Gegner oder? Als nächsten Gegner, der aus dieser Auslosung rausfällt. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob es überhaupt noch machbar ist, aber ich wünsche mir ja immer noch Celtic. Ich glaube. Die spielen ja gerade, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nein, die spielen morgen um 21 Uhr gegen Kopenhagen. Ah, wer spielt denn heute? Irgendjemand spielt da heute. Moment. Ah, die Glasgow Rangers da, sorry. Genau. Ja. Celtic spielt morgen gegen Kopenhagen und sie haben ja im Hinspiel 1-1 gespielt. Also sie spielen jetzt zu Hause das Rückspiel. Könnte noch gehen. Fände ich auch ein extrem geiles Los. Also Celtic ist für mich so, Celtic, Frankfurt, dann ist die Europa League durchgespielt. Und das kann auch gerne erst in der späteren Runde kommen, aber davon, dass wir davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich nächste Saison nicht mehr Europa League spielen werden, um nicht zu viel zu spoilern, aber würde ich mir dieses Celtic-Spiel wünschen, weil das ist für mich so das absolute Traumlos. Ob jetzt im Achtelfinale oder im Viertelfinale sei, ist mir wurscht, aber ich würde gerne
einmal gegen Celtic mit der Eintracht spielen. Ja. Und mit Fans auch bitte. Mit Fans wäre so ganz wichtig. Ja, Celtic wäre tatsächlich auch so einer meiner zwei Wunschkandidaten. Und den zweiten, den ich auf dem Zettel hatte, einfach so aus Nostalgie und anderen Gründen, wäre tatsächlich Ajax gewesen. Aber die haben ja im Hinspiel schon gegen Getafe da das 2-0 kassiert. Ich glaube nicht, dass die sich da nochmal irgendwie berappeln können. Hätte ich aber auch eine extrem geile Runde. Die Frage ist halt, gibt es halt irgendwie noch so einen leichteren Gegner, wo man halt dann sagt, okay, man schafft dann vielleicht das Viertelfinale und dann nimmt man wieder sozusagen so eine geile, in Anführungszeichen größere Auswärtsfahrt auf sich. Das leichte Gegner fällt mir jetzt nur Manchester United an, aber ich weiß nicht. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie stark so, dazu bin ich zu wenig drin, so ein CFR Cluj zum Beispiel wäre oder ja, sowas. Da wüsste ich jetzt tatsächlich das auch eher nicht. Aber ich sag mal, wenn man sich mal anguckt, was das jetzt für eine Runde ist, dann sind da jetzt ja nicht nur alles so irgendwie Vollluschen dabei. Ich meinte auch leichteres Los in Anführungszeichen. Also ich weiß nicht, wer ist denn der Favorit auf diesen Sieg von diesem ganzen Gedöns eigentlich? Ich glaube, Inter hat ganz gute Chancen, da dieses Jahr relativ weit zu kommen. Und ansonsten, tatsächlich schwierig. Vielleicht noch. Tatsächlich schwierig. Ja, also Sporting ist ja auch eigentlich nicht so schlecht. Dann. Ist jetzt eigentlich auch nicht so schlecht, ja. Aber so richtig abgezeichnet hat sich für mich da jetzt keiner. Also Sporting vielleicht noch. Ja, okay, und Schachtja Donetsk natürlich auch noch ein bisschen, ne? Ja, gut. Also weil wir die ja auch schon kennen. Ja, klar. Ja, haben wir schon mal gehabt, aber genau. Alte Europa-League-Hasen. Ja. Der Benedikt schreibt aber gerade eben zu Recht im Chat, so leichte Gegner liegen der Eintracht nicht, also vielleicht dann doch eher so eine richtige Kanone. Ja, ich meine, kannst du auch gerne bis zum Finale eine Kanone nach der anderen raushauen. Solange wir immer weiterkommen, soll mir auch das komplett recht sein. Ja, aber wäre halt schon jetzt geil, dann nochmal eine Runde mitzunehmen und da jetzt einen geilen Gegner zu haben. Geile Auswärtsfahrt zu haben. Ja. Ich persönlich, aber das ist so mein persönliches Gusto, fände auch den FC Basel geil, aber einfach nur, weil ich... Ich vergesse, weil du aus der Tür fallen musst und dann irgendwie quasi da bist, ne? Nee, gar nicht so. Ich bin irgendwie ein Fan von Schweizer Mannschaft und irgendwie mag ich den FC Basel. Ich weiß auch nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die weiterkommen, nachdem sie da ja 3-0 gegen Nicosia im Hinspiel gewonnen haben und morgen zu Hause spielen, das ist ja, glaube ich, relativ eindeutig. Genauso wie die Wolverhampton Wanderers. Oh ja. Sisi. Ja, sowas in der Art. Ja, also ich fände, glaube ich, wirklich tatsächlich so rein vom Stimmungsbild her Celtic schon so eins mit der geilsten. Ja, wie gesagt, Celtic ist der Gegner. Dann kann die Europa League kann danach sagen, gut, komm mal her, wir machen jetzt nochmal hier, wir gehen wieder zurück zum Ursprung zurück, weil bringt nichts mehr. Oder sie machen nur noch diese komische, wie heißt die? Die andere, die drittklassige Liga. Diese Euro Nations League, ja, wo auch noch keiner so richtig die Regeln verstanden hat und das kommt ja auch erst nächstes Jahr. Und auch keiner hin möchte. Und auch keiner hin möchte, weil es eigentlich auch nur Aufwand ist und wenig Ertrag, aber jo. Ja. Schauen wir mal. Dann lass uns doch vielleicht nochmal kurz auf das Thema Aufstellung zu sprechen kommen gegen Salzburg. Die beiden Herrschaften dort in dem Auto haben ja schon so ein bisschen ihre Aufstellung hier niedergeschrieben. Erstmal so die grundlegende Systemfrage. Mit was für einem System würdest du da reingehen? 4-2-3-1 oder wieder das 4-3-3, wie wir es auch im Hinspiel gemacht haben? Ich wäre fürs Hinspiel 4-3-3. Ich wäre tendenziell eher für das 4-2-3-1, weil es für mich dann eher das System ist, wo man halt auch einfach mal so ein bisschen verwalten kann. Ja, ist natürlich die defensivere Variante von dem Ganzen. Ich vertraue der Viererkette und ich finde, der Hasebe davor macht es irgendwie, das gefällt mir und da hast du dann noch ein bisschen den Spielaufbau, Rode und So. Rode ist wahnsinnig wichtig für das Eintracht-Spiel, finde ich. Der hatte jetzt auch ein paar schlechte Spiele, aber das hat man jetzt auch gegen Union gemerkt, wie sehr der Eintracht fehlt, wenn der nicht auf dem Platz steht. Ja. Und mir gefällt so irgendwie ein bisschen besser. Okay, das heißt, du würdest gehen hinten mit Trapp und dann die Viererkette bestehen aus ein Dicker, Hinti, Abraham, Touré, davor ein Hasebe. Genau.
Davor dann So und Rode. Mhm. Und vorne in die drei da vorne. Ja, also Silva ist für mich gesetzt, auch wie die Jungs schon gesagt haben. Ich finde, der muss sich jetzt auch einspielen. Ich verstehe auch nicht, warum er dann gegen Union nur auf der Bank sitzt, weil ich finde, er entwickelt sich, aber er braucht noch einfach mehr Spielphasen und Spielzeiten und sich irgendwie da einzugewöhnen. Deswegen würde ich den auf jeden Fall spielen. Zudem sehe ich Paciencia in der Startelf momentan nicht so stark an und als Einwechselspieler für so eine Verwaltung oder sowas finde ich ihn immer ganz gut, weil der doch auch ganz gerne dann nochmal irgendwie zu einer Eckfahne rennen kann und den Ball ein bisschen mehr festmachen kann. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz gut. Kostic ist für mich ist natürlich gesetzt, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Nein. Und dann ist halt, glaube ich, die Frage Kamada oder Chandler. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Kamada nicht spielen wird. Der Hütter hat so ein bisschen was durchblicken lassen in der Pressekonferenz. Kann aber auch eine Fehldeutung sein. So nach dem Motto, Hasebe hat irgendwas über ihn gesagt und dann meinte Hütter, ja, wenn er denn spielt. Ich weiß aber jetzt nicht, ob er es mit dem Augenzwinkern gesagt hat oder ob er es so gesagt hat. Wobei er in der Euroleague halt ja schon eigentlich sehr geil unterwegs ist. Also das ist ja genau. Eher so ein Internationalspieler als jetzt tatsächlich Liga-Alltagsspieler. Die Frage ist halt, was macht so ein Spiel, wir drehen uns wieder im Kreis, wie montags, was richtig scheiße war, auch von ihm, mit so einem Spieler, der sozusagen eh schon ein angeknackstes Selbstbewusstsein hat, in der Europa League sich das eigentlich wieder geholt hat und dann... Ja, auf der anderen Seite, was macht das dann mit so einem Selbstbewusstsein von spielst, so einem Spieler, wenn du dann halt nicht spielst? Also, ja, wenn man Silva sagt... Der muss jetzt eigentlich mal irgendwie spielen, dann müsste man meiner Meinung nach das Gleiche auch für einen Kamada sagen. Und ich finde halt, also die Diskussion haben wir ja auch des Öfteren schon geführt, da kannst du vielleicht auch gleich nochmal kurz deine Meinung dazu dann kundtun. Ein Chandler ist nicht die 1A-Wahl und erst recht nicht für mich, wenn er so weit da vorne steht. Das wäre für mich dann noch eine Variante, wenn du sagen würdest, ein Gacinovic wäre 100% fit. Da ist ja noch so ein bisschen Fragezeichen dran, zumindest was ich so gelesen habe. Genau, jetzt finale Aussage hatte ich vorhin noch nicht gehört. Okay, dann bliebe für mich tatsächlich nur ein Kamada da vorne. Ja, die Frage ist vielleicht so ein bisschen, ob du mit einem Chandler halt noch ein bisschen der defensivere Absicherung in Anführungszeichen hast. Dann hast du halt offensiv, sage ich mal, nur über links. Ja, wobei er dann halt schon weite Wege auch zu gehen hat. Klar, aber so ein bisschen den Abräumer an der Mittellinie, in Anführungszeichen, dann halt da. Also ich bin auch prinzipiell für Kamada, weil ich Chandler auch noch nicht mal als 4C-Lösung auf dieser Position sehe. Hm. Bitter ist, dass wir weder 1A noch 2C-Lösung oder sonst irgendwas haben für diese Position. Das heißt, es ist hier alles äußerster Notgroschen. Kamada hat seine Sache in der Europa League im Hinspiel gut gemacht. Also komm, lass mal spielen. Darf gerne nochmal 3 Tore schießen und dann... Also meine Theorie bei dieser Chandler-Thematik ist ja nach wie vor, dass der ursprüngliche Plan mal war, dass ein Gacinovic auf rechts spielt und ein Kamada in der Mitte, das sich aber nicht durchgesetzt hat, weil Kamada nicht so performt hat, wie man sich das am Anfang vorgestellt hat und deswegen ein Gacinovic in die Mitte ziehen musste und man dann irgendwie zu lange an dieser Lösung festgehalten hat. Das ist so meine Vermutung, die total unbestätigt und wahrscheinlich auch nicht mehr nachprüfbar ist. Ja, ich mache mich damit jetzt wahrscheinlich monster unbeliebt. Es tut mir auch im Vorfeld sehr leid oder auch nicht. Ich habe sehr große Schwierigkeiten, Gacinovic aktuell zu ertragen, würde ich sagen, auf dem Platz. In vielen Dingen, ja, der trifft mir immer die falsche Entscheidung. Der macht immer eine Sache gut und im nächsten Moment vermurkst das dann wieder. Und ja. es ist so konstant, dass es nicht, dass ich das wirklich kaum noch aushalte beim Zuschauen aus reiner Fansicht, weil er nimmt den Ball so gut an und dann ist da die Lücke und was macht er? Er bleibt am nächsten Gegenspieler hängen und das ist mir einfach, mir fehlt da der Entwicklungsschritt. Defensiv kann das vielleicht ganz gut sein, aber in der Offensive, das, was er dem Spiel bringen soll an Kreativität und auch an sozusagen Raum schaffen, das schafft er mir einfach nicht und das geht mir ziemlich auf den Senkel. Ja, kann ich verstehen. Ging mir auch eine ganze Zeit lang so. Mittlerweile ist das so, dass ich da eigentlich mich über einfach jetzt immer nur alles über alles freue, was er richtig macht und bei allem anderen denke so, naja,
War halt so, schon immer. Ich hoffe, ich komme da auch jemals hin. Ich bin momentan eher so bei den Aufregern, bei mir tatsächlich Paciencia und Dost, wenn er mal spielt, weil das so, wo ich immer denke, so, ihr seid so Vollblutstürmer, ihr habt Körper, ihr habt Ballbehandlungen, alles, und dann zieht euch einer so ein bisschen am Ärmel, dann setzt er euch auf den Hosenboden und lamentiert da rum und hofft, dass ihr irgendwie Freistoß, Elfmeter und Dings kriegt, einfach anstatt hinterher zu laufen und versuchen, den Ball wieder zu kriegen. Das sind so die Spieler, wo ich mich gerade fürchterlich drüber aufrege. Also, ich meine, diese Dost-Thematik kann ja jetzt, könnte jetzt die ganze Sendung füllen. Da verstehe ich gar nichts mehr. Also da verstehe ich die Verpflichtung nicht. Der kommt unfit her. Der kommt immer wieder verletzt er sich. Der, wenn er spielt, ist er nicht ins Spiel integriert. Klar, er trifft ab und zu mal, aber das ist einfach, das reicht ja hinten und vorne nicht. Mhm. Jetzt fehlt er schon wieder in so einem Spiel, wo man, sage ich mal, einen Stoßstürmer da vorne vielleicht auch nochmal als Anspielstation ganz gut brauchen könnte. Obwohl ich auch da sagen würde, nee, lass mal weg. Nee. Weil diese Bälle halten, also angespielt werden, abprallen und irgendwie noch weiterverwerten, das kann er ja auch nicht. Nee. Also das ist für mich all in all ein gescheiterter Transfer bisher. Mag sein, dass sich das vielleicht noch entwickelt, aber er ist halt auch nicht mehr 12, sondern ist halt auch schon 50 für einen Fußballer. Also sehe ich ganz kritisch bei Paciencia. Ich mag ihn eigentlich gerne, aber ich frage mich da so ein bisschen, ob das vielleicht auch, ohne dass ich es irgendwie belegen kann, ob da so ein bisschen auch ein Hütterfehler ist, so von dem, was so die Einstellung und dass er sich jetzt wieder so hängen lässt und so weiter auch angeht. Weil, also irgendwie stimmt's da nicht mehr richtig bei ihm, auch wenn man sich das gesehen hat, welches Spiel war das, wo Kostic ihm die Tore quasi in Anführungszeichen geklaut hat, wo er sich so aufgeregt hat. Das war gegen Augsburg, oder? Das war das gegen Augsburg, ja. Genau, wo er sich dann so aufgeregt hat. Und ich finde immer, sowas zeigt immer ganz gut auch, wie es so in der Mannschaft ist, dass er da nicht rennt und sich freut. Ich meine, klar war 4 oder 5-0, sondern sich dann so furchtbar ärgert und so mit sich selber beschäftigt ist. Also bei dem ist es, glaube ich, gerade so ein bisschen so angeknackste Mentalität. Ja, ist halt so, kannst du aus meiner Sicht so ein Stück weit vergleichen mit der Gacinovic-Nummer. Beides halt eben Spieler, die nachdem andere wichtige Spieler im Kader weggegangen sind, so sehr sich selbst in diese Verantwortungsrolle gebracht haben. Zu viel Druck, ja. Und dann aber sehen, dass sie die nicht erfüllen können. Ja. Und da jetzt halt so ein bisschen mit sich hadern, weil sie haben sich ja selbst irgendwie dahin gebracht. Und ich meine, klar, wenn du dich da hinstellst und sagst von wegen, ich will hier mehr Verantwortung übernehmen oder ich bin jetzt hier der neue Spitzenmann im Sturm, dann musst du halt auch performen, wenn du das bringst. Und da wird sich natürlich aus der Erwartungshaltung heraus und eigentlich auch nachvollziehbar so ein Trainer dann auch dran messen und sagen, ja, dann zeige ich mal her. Ja, ja, klar, aber ich meine, es sind natürlich, ist ja auch in Ordnung, ist ja auch der, sag ich mal, das so ist das Business ja in Anführungszeichen auch. Und aber es hilft dann halt auch nicht, glaube ich, für so jemanden, dass halt dann in diesem Augsburg-Spiel eben wieder Kostic trifft, in Anführungszeichen, so blöd es klingt. Aber das hätte ihm dann in dem Fall auch geholfen, so fürs Selbstvertrauen einfach, glaube ich. Und im Moment sind halt alle, die komplette Mannschaft spielt, unter ihren Leistungen, finde ich. Und da hast du halt so viele, die mit sich selber halt beschäftigt noch sind zusätzlich. Und dazu gehört halt ein Paciencia auch. Und das macht's halt wahnsinnig schwierig, weil im Endeffekt hast du jetzt für vorne, hast du einen Silber, der, sage ich mal, so zu 60% funktioniert. Du hast einen Paciencia, der gerade gar nichts funktioniert, beziehungsweise lass mal 30% sagen. Und wenn er eingewechselt wird, um Ball zu halten, dann wenigstens auch meinetwegen 70%. Hm. Und dann ist auch schon wieder relativ schnell finito, weil halt was Dost ist bei 5%, wenn es hochkommt. Wenn überhaupt, aber das auch nur aufgrund von kaufmännischer Rundung auf den nächsten vollen Fünfer. Ansonsten wäre er da wahrscheinlich auch nicht. Ja, und andere Stürmer hast du ja nicht, weil ein Juveljic hast du ja abgegeben und nachgelegt hast du ja auch nicht. Genau, und dann bist du dann irgendwie bei gar nicht mal so viel. Und alle Stürmer sind mit sich selber beschäftigt. Der Benedikt schreibt es auch gerade bei Slack, von wegen Gedankengefängnis, und das stimmt ja auch irgendwie ein bisschen. Ja. Paciencia kämpft mit sich selber. Silva ist so auch ein bisschen angeknackst oder noch nie nicht richtig angekommen. Ein bisschen mehr als noch vor ein paar Monaten, aber immer noch nicht angekommen. Und Bas Dost ist im Krankenhausgefängnis quasi.
Lazarett. Ja, das ist ja auch so ein bisschen das, was ich auch schon seit geraumer Zeit bemängle, dass es halt eben, dass, wie du schon sagst, quasi alle auf dem Feld sind halt eher mit sich und nicht mit der Mannschaft als Ganzes beschäftigt und kommen damit natürlich auch nicht so richtig in den Flow, wollen auch vielleicht deswegen keine Verantwortung in entscheidenden Situationen übernehmen, weil wo ist denn mal einer, der jetzt außer Kostic wirklich mal nach vorne rennt, den Ball fordert und sich halt auch mal wirklich ärgert, wenn mal der Angriff nicht zu Ende gespielt worden ist, ein Hinteregger vielleicht noch, der ja dann auch aus seiner Position immer wieder herausgeht und dann auch mal nach vorne geht, weil er halt einfach auch sieht, dass da ansonsten vorne offensiv nichts passiert. Aber das müsste doch eigentlich allen anderen, wenn sie dann wirklich mal aus ihrem, bleiben wir mal bei dem Wort Gedankengefängnis, weil ich weiß, dass ein Benedikt das freuen wird, mal rauskommen würden, um auch mal sich umzugucken, da läuft doch schon grundlegend was falsch, wenn der Innenverteidiger nach vorne gehen muss, um Offensivakzente zu setzen. Da musst du doch eigentlich als Mannschaft und als Mensch, der jahrelang Fußball spielt, auffallen, irgendwas ist hier gerade extrem falsch. Ich finde vor allen Dingen muss einem da was bei dem Kaderplaner auffallen. Aber das ist eine Diskussion, die können wir, glaube ich, lange führen, ohne dass wir da jetzt zum Ergebnis kommen. Da müssen wir jetzt auch mit dem leben, was wir jetzt haben, egal ob uns das gefällt oder nicht, weil da können wir jetzt in der Situation nichts mehr dran ändern. Ja, ich finde trotzdem, also ich möchte es, er hört es wahrscheinlich nicht, ich würde es aber auch trotzdem gerne nochmal sagen, so reicht es halt nicht. Es geht halt die Kreativität abhanden und es kann nicht Lösung sein, dass, wie du sagst, der Innenverteidiger die kreative Schaltzentrale darstellen muss in manchen Teilen des Spiels. Also aus seiner Innenverteidigerposition heraus, wo es, wie Hinteregger das ja auch das ein oder andere Mal macht, zusätzlich da mal wirklich zu so, der normalen Kreativität. Ja, so ein eröffnender Ball irgendwie übers Mittelfeld spielen oder mal so zwei Reihen überspielen, das ist ja noch fein, aber wenn der dann auf einer Zehnerposition agieren muss, weil da vorne irgendwie keiner von den Lumpis mal meint, irgendwie hier Bock haben, Fußball zu spielen, das ist dann halt doof. Ja, und das sollte halt auch nicht sein. Es sollte zusätzlich sein, sagen wir mal, wenn man sich in Anführungszeichen so das Best Case vielleicht in der Bundesliga anschaut mit Mats Hummels und Zagadou, wie die das machen, zusätzlich zum sonstigen Besteck, ja. Dann gut, aber es sollte halt nicht der Usus sein. Nun sind wir ganz schön abgeschweift. Ja, nun sind wir ganz schön abgeschwiffen, heißt das, glaube ich, wenn ich das irgendwann mal richtig aufgeschnappt habe. Dann lass uns doch mal gerade noch hier Ergebnistipps niederschreiben gegen Salzburg. Was ist denn dein Tipp fürs Weiterkommen? 2-1 für Salzburg. Huch. How could this happen? Ja, es reicht ja. Ja, natürlich reicht das, aber trotzdem. Huch. Ja, ich breche hier vielleicht mit der Regel, dass man nicht gegen die Eintracht tippen darf, aber wenn es reicht, dann soll es mir recht sein. Ich glaube, dass es nicht ganz souverän ist. Vielleicht gibt es auch nur ein Unentschieden. Ich hab noch nie in meinem Leben, glaube ich, irgendwas richtig getippt. Also. Okay, also gehen wir dann, das heißt, wenn du 2-1 tippst, dann können wir davon ausgehen, dass es nicht richtig ist, aber schlägt es dann in die eine Richtung aus oder in die andere? Also in eine positive oder in eine negative? Ich hoffe, in eine positive. Ja, ich glaube. Mach halt 1-1, damit alle zufrieden sind. Okay? Nee, jetzt hast du ja 2-1 gesagt. Dann nein, ich möchte revidieren. Revidieren, nicht revanchieren. Revanchieren war was anderes. Ja. Genau. Kumulieren, panaschieren, revanchieren, alles dasselbe. Ich sag, die Eintracht gewinnt da 3-1. Ich bin ein bisschen optimistisch. Hat auch der Marvin gesagt, oder? Das hat, glaube ich, auch der Marvin gesagt und den Tipp von Basti habe ich schon wieder total vergessen. Der hat, glaube ich, auch gegen die Eintracht gedacht. Ja, gut, aber das ist, der Basti is doing Basti things. Ja, und ich mache meine Sachen. Das ist korrekt. Wenn wir schon bei was mache Sachen sind, müssen wir auch noch sprechen über das, was die Eintracht da vorgestern gegen Union abgeliefert hat bei diesem Montagsspiel. Auch wenn die beiden Herren dort im Auto nicht drüber reden wollen, werden wir das jetzt trotzdem tun. Vielleicht nicht so sehr über das Spiel an sich. Ich habe mir im Nachhinein jede Menge Berichterstattungen durchgelesen und ich weiß, das sollte man nicht tun.
noch weniger sollte man Kommentare in diesem Internet lesen. Auch das habe ich stellenweise getan und es ist, bestätigt sich wieder, tut das lieber nicht, liebe Kinder da draußen, lest keine Kommentare in diesem Internet. Aber die einhellige Meinung, wenn man so die ganze Presse liest, ist, die Fans sind schuld, dass wir dieses Spiel nicht gewonnen haben, weil sie waren nicht da und haben nicht supportet. Und mir ist diese Aussage zu einfach. Ja, die ist auch, finde ich, Quatsch. Also, weil ich meine, das ist eine Fußballmannschaft, die kriegen dafür Geld und die sind es gewöhnt, auch ohne Fans zu spielen. Also, gerade bei der Eintracht passiert das ja ab und zu mal. Also, das jetzt darauf zu schieben, ist mir zu einfach. Weil das hat weniger mit den Fans zu tun gehabt, dass die Eintracht da so kacke war, als mit der Mannschaft selber, weil die einfach, außer vielleicht kurz zu Beginn, da überhaupt nicht funktioniert hat. Ich wollte gerade sagen, also nur die ersten 90 Sekunden, die waren geil. Da hatte Kostic eine Ecke und drei Offensivaktionen. Da habe ich gedacht, ja, da geht was. Und in dem Moment, wo ich das dachte, war halt auch schon wieder rum. Genau, aber in der Regel geht so ein Spiel halt 0-0 aus und dann sagst du Mund abwischen, immerhin nicht verloren, fertig aus. Ganze Diskussion irgendwie auch ein bisschen im Keim erstickt und gesagt, okay, passt schon. Gut, dann hast du halt zwei folgenschwere Patzer. Und dann passiert da gar nichts mehr. Und dann musst du dir halt jetzt im Nachhinein diese Diskussionen anhören. Also, ich finde, ich habe das alles nicht so richtig gelesen, weil mir das alles zu viel auch ist. Und wer sich da jetzt irgendwie alle eine Meinung bilden muss oder sowas zu einem Thema, wo sie sonst eigentlich nie mit drin sind, ist mir alles ein bisschen zu viel. Muss auch nicht sein. Und es ist halt sehr kontroverses Thema. Und das Entscheidende ist ja, dass es nicht kontrovers von in außen ist, was für uns nicht relevant sein sollte, sondern innerhalb kontrovers ist. Und das ist ja quasi das, was so ein bisschen, finde ich, ja, gerade die Schwierigkeit bei dem Ganzen ist. Wenn das jetzt von innen heraus von Fans einhellig so beschlossen wurde und so auch quasi kommuniziert wurde und alle damit happy wären, dann würden die Meinungen von außen ja gar nicht irgendwie zur Sache tun. Da das aber nicht so ist, ist man natürlich, sage ich mal, ein bisschen empfänglicher für sowas oder eben auch nicht. Ja, stimmt. Das ist natürlich so ein wichtiger Punkt, dass von vornherein, also diese ganze Thematik nicht so richtig anscheinend sauber angegangen wurde und deswegen da halt auch viel diese Situation ist. Ich meine, es ist nachvollziehbar, dass der ein oder andere sagt, von wegen, warum braucht man denn diesen Protest noch, wenn noch eigentlich das Thema schon durch ist. Ich finde aber auch die Argumentation, die dort also ich finde, das ist Quatsch. Also weil, ja, es wurde abgeschafft, aber es wurde ja auch nicht komplett abgeschafft, sondern es ging ja auch, also zum einen ging es ja meiner Meinung nach um die Montagsspiele, aber zum anderen auch allgemein um die Spaltung von Spieltagen. Ja, genau, da wollte ich auch. Das ist ja immer noch, sorry, dass ich dich unterbreche, aber ja, das ärgert mich einfach. Und das ist ja immer noch so. Also es gibt immer noch neun Spielzeit und zwar sonntags und es ändert sich ja nichts. Also dieses zu sagen, ja, die machen es, obwohl es abgeschafft wurde, was ist das für ein Humbug, ist halt noch größerer Humbug. Also weil ja, das zeigt halt auch wieder in das gleiche. Es hat sich halt keiner damit auseinandergesetzt, richtig, was eigentlich die wirkliche Thematik ist. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Die Leute, die halt darüber schreiben, haben sich halt mit der Situation nicht beschäftigt, dass das ja nur ein Teilerfolg ist, dass eben diese Montagsscheibe da wegfällt und eben noch viel mehr bleibt. Und ich sag, selbst dann, wenn es nicht so wäre, auch dann hätte ich es noch verstehen können, zu sagen, wir waren bisher dagegen und wir bleiben eben auch bei unserer Linie und sind jetzt auch weiterhin dagegen. Also, dass die Mannschaft so spielt, wie sie spielt, das konnte im Vorfeld ja keiner wissen. Ist auch Quatsch, weil die Eintracht ist die Eintracht und die Eintracht hat von Minute 3 an ungefähr gezeigt, dass das nicht ihr Spiel wird. Und das hat überhaupt nichts mit den Fans zu tun, die ja sogar noch so ein bisschen zu hören waren. Also da gab es auch schon schlimmere Spiele, wo nichts zu hören war und trotzdem hat man das irgendwie geschafft. Also und auch bei Auswärtsfahrten, wo die Eintracht-Fans normalerweise am lautesten sind, haben sie es geschafft. Also das ist mir alles, ich finde, man kann das nicht in Relation setzen, jedenfalls nicht so deutlich. Natürlich macht das ein bisschen, sage ich mal, einen mehr Eindruck auch vielleicht auf den Gegner oder sowas, aber für die Niederlage hat das eine mit dem anderen meiner Meinung nach nichts zu tun.
Genau, weil im Prinzip, mein klar, die Unioner hatten ihre Fans da, die auch durchaus auf der Seite der Stimmung gemacht haben, aber im Vergleich zu vielen anderen Situationen war es halt einfach schon in dem Stadion extrem leise und auch die haben ja dann mit der Situation zu kämpfen und die hat es jetzt nicht so stark beeinflusst, wie sie, sagen wir mal so, sie haben im Nachhinein nicht gesagt, dass sie gewonnen haben aufgrund dessen, weil die Fans halt einfach nicht da waren. Das wäre ja dann die Gegenargumentation dazu. Also das finde ich von vornherein einfach eine sehr, sehr merkwürdige Diskussion und einfach auch die falsche, weil die Mannschaft an dem Tag halt einfach in Summe extrem schlecht war. Und da wäre es aus meiner Sicht... aber auch vom Thema weg. Ja, vollkommen egal gewesen, wie viele Fans da gewesen wären, da war einfach an diesem Tag kein siegeshungriges Kollektiv auf dem Feld, sondern einfach viele Einzelakteure, die auch einfach irgendwie gefühlt keinen Bock hatten. Genau, und ich möchte auch mal daran erinnern, wie viele Spiele die Eintracht von solchen Spielen auch schon gezeigt hat, obwohl die Fans da waren und von wegen, ja, dann kommt nochmal der Push, wenn die Fans dann nochmal pushen, das zieht dann auch einen Ruck durch die Mannschaft und so weiter. Da haben wir auch schon genug Spiele gesehen, wo man das nicht auf dem Feld gesehen hat. Also das ist irgendwie auch eine Schwachsinnsdiskussion. Ich finde, diese Diskussion, die muss man führen über die Proteste an sich oder beziehungsweise die Art und Weise, wie protestiert wird. Ich kann da beide Seiten verstehen. Da gibt es ja zum einen halt einmal die Sichtweise, warum bleibt man weg? Weil man erstens natürlich die Ruhe, zweitens können dann andere nicht mehr ins Stadion gehen und so weiter und so fort. Es gab Ersatzkarten und man muss sich woanders hinstellen und bliblablub. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, ich finde es so am wirksamsten tatsächlich mit dieser Stille. Ist natürlich aber auch all in all ein ungünstiger Zeitpunkt. Das muss man natürlich auch sagen. Also passiert sowas am 7. Spieltag oder sowas, dann ist es halt nicht so schlimm. Oder halt wie gegen Leipzig oder sowas. Oder ich finde es immer, ich fand zum Beispiel auch diesen Protest 12-12 hieß der, glaube ich, wo dann 12 Minuten und 12 Sekunden geschwiegen wurde und dann kommen die Eintracht-Fans und brüllen sich die Seele aus dem Leib raus. Das ist so ein wahnsinniger Effekt, so zum Beispiel, so ist es ohne Fans und so kann es mit Fans sein. Und das finde ich persönlich eindrucksvoller und wirksamer, um das so ein bisschen zu verbinden. Und es gab ja auch schon wahnsinnig kreative Vorträge sozusagen zu diesen Montagsspielen. Und ich kann das schon verstehen, dass das halt quasi, wenn man es jetzt ganz überspitzt sagt, ein Protest ist, der Auswirkungen auf die Mannschaft hat und auf die restlichen Fans. So. Ja, klar. Also man hätte da einen anderen und vielleicht auch etwas kreativeren Protest wählen können. Ich fand aber schon, dass er in Summe sehr, sehr eindrucksvoll war. Also zumindest für mich als Fußballfan seit Jahren, weil es einfach schon sehr klar gezeigt hat, wie wichtig eine aktive Fanszene für diese Stimmung in den deutschen Stadien ist. Weil wenn man jetzt mal noch dazu nimmt, dass es auch auf der Gegenseite die nicht gegeben hätte, sondern nur die, ich nenne sie jetzt mal Eventfans, was jetzt auch nicht in allen Fällen zutreffend ist, mir fällt gerade kein besserer Begriff ein, dann wäre das da schon ziemlich tote Hose gewesen. Also hätte es jetzt auch keinen großen Unterschied gemacht, ob da überhaupt noch einer im Stadion sitzt oder ob du vor einer leeren Höhle spielst. Weil ich glaube, dann wäre da gar nichts passiert. Ich fand es schon sehr, sehr eindrucksvoll, das einfach zu sehen, aber es hat halt viel Unmut in dieser, wie du schon sagst, in dieser Konstellation herbeigerufen. Aber auch da muss ich halt auch sagen, man konnte nicht absehen, in welcher Situation die Mannschaft ist, als das so geplant wurde. Das ist ja auch nicht erst 2 Tage vorher entschieden, sondern das hat ja auch schon eine gewisse Historie. Da wird es ja sicherlich auch intern die ein oder andere Abstimmung mit den einzelnen Fanverbänden, die da unterwegs sind, gegeben haben. Und ja, man hätte es zurückdrehen können. Hätte dann das wäre aber dann eine Schwäche gewesen. Das wäre dann eine Schwäche gewesen, die du halt an der Stelle auch nicht machen kannst. So, von daher hatte man sich dann irgendwann einfach in diese Situation reinmanövriert, dann kannst du da auch einfach nicht mehr weg. Ja, und also, genau, also ich finde, du kannst da nicht mehr weg. Ich sag für mich persönlich, ich hätte mir eine andere Art von Protest gewünscht. Ich finde den Protest gut, ich finde ihn auch weiterhin gut, auch wenn das Montagsspiel schon abgeschafft wurde. Ich hätte mir tatsächlich auch wieder was Kreativeres gewünscht, was sozusagen für positiv-negative Schlagzeilen gesorgt hätte. Tennisbälle, keine Ahnung, Wallau, Montag ist Haram und
wie es alles so schön war. Oder halt eben die Variante, eine Halbzeit schweigen, eine Halbzeit laut oder eine gewisse Zeit, um auch den Unterschied zu zeigen. Weil ich finde, es zeigt es einfach am schönsten auf, zu sagen, hier, das ist der Eventfußball, wie ihr ihn alle anscheinend haben wollt. Und hier, so ist Traditionsfußball, wie wir ihn haben wollen. Ja. Ja, hätte ich auch voll mit leben können. Ich glaube aber trotzdem, um nochmal auf das Spielerische so ein bisschen zurückzukommen, dass das am Ende, so wie die Mannschaft jetzt tatsächlich gespielt hat, für mich nicht den großen Ausschlag gemacht hätte, auch wenn dann eine zweite Halbzeit da volle Stimmung im Stadion gewesen wäre, weil dann wären wir vielleicht von 50% Leistung auf 55 oder 60 hochgekommen, aber die 100% oder sogar noch drüber wären wir an dem Tag, hätten wir niemals erreicht. Nee. Und jetzt muss man, glaube ich, um nochmal kurz vom Sportlichen wegzukommen, sorry, ja, jetzt muss man bei den Fans, glaube ich, einmal schauen, dass man sich da wieder, dass man daraus lernt und auch sieht, okay, wie sowas dann auch spaltet innerhalb der Fangruppen, weil das war es ja, es haben sich ja manche auch einfach über den Mund gefahren gefühlt sozusagen oder nicht involviert genug gefühlt und ich glaube, jetzt muss man schauen, wie man das so ein bisschen wieder, wie man wieder ein Konsens ist und sich nicht gegenseitig so da spaltet, weil ich hatte so den, mein Eindruck ist so, bisher war es alles sehr harmonisch, bis auf sozusagen die wenigen Idioten, die irgendwie randaliert haben oder sich sonst fehlverhalten haben zum Rest. Und jetzt ist es quasi so ein bisschen ja Zwietracht da innerhalb der Fans. Und das sollte man schnell wieder hinkriegen, weil es ist nun mal so, dass die größte Stärke von Eintracht Frankfurt sind die Fans. Ja, und ja, das ist richtig. Die sollte eine Eintracht sein. Genau, das hatte Basti auch bei Fußball 2000 so schön gesagt, da müssen halt auch beide Seiten einfach akzeptieren, dass jeder seine Meinung hat und dass man auch nicht immer derselben Meinung sein muss, dass man aber bitte fair und vernünftig darüber reden muss und auch trotz dessen, dass man unterschiedlicher Ansicht und unterschiedlicher Meinung ist, trotzdem auch am nächsten Spiel wieder gemeinsam die gleiche Mannschaft anfeuern kann. Das bedarf aber auch, dass beide Seiten dieses Verständnis haben oder entwickeln und das kann eben auch nicht nur von einer Seite ausgehen. Also da müssen auch beide Diskussionspartner sich so ein bisschen bewegen. Ja. Und wichtig ist, glaube ich, einmal, dass die Eintracht nicht auf das schaut, was von außen geschrieben wird, weil es hat uns doch nie interessiert, was die Menschen außerhalb von uns denken und damit sollten wir jetzt auch nicht bei sowas anfangen. Das ist richtig, aber wie du schon sagst, da liegen auch gerade so ein bisschen nach innen ist das so ein bisschen ins Brodeln gekommen und da muss man halt jetzt einfach gucken, dass man das sauber löst. Ist jetzt, da ja, hilft und jetzt auch kein, Arbeit. Genau, da hilft jetzt kein drüber schweigen oder irgendwie wegmoderieren, sondern das muss halt jetzt einfach einmal ausdiskutiert werden und ich denke, das kann man und dafür ist auch genügend Verständnis in der Fanszene da und das haben wir schon oft genug erlebt und getan, dass man das einfach auch jetzt wieder hinkriegen sollte. Ja. Wenn wir schon bei dem Thema wieder hinkriegen sind, dann sollten wir vielleicht auch noch so einen Mini-Ausblick auf den Sonntag werfen. Da spielen wir das erste Mal gegen Bremen. Das erste Mal jetzt mit Blick auf die nächste Woche, weil wir ja dann da gleich zwei Runden haben, nämlich einmal in der Liga und einmal im Pokal. Und ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen Schiss vor dem Spiel. Kleiner Spoiler, jetzt darf ich Eigenwerbung machen. Ich durfte zu diesem Spiel was für das Wettbrötchen aufnehmen. Das könnt ihr dann morgen, glaube ich, bei den Kollegen hören. Ich habe mich echt schwer getan, weil ich so immens Schiss vor diesem Ding habe. Das ist so zwischen himmelhoch jauchzend und absoluter Betrübtheit ist da irgendwie auf so einer Skala im 5-Minuten-Takt irgendwie alles. Und ich kann Basti auch vollkommen verstehen, wenn er sagt, er will den Kofeld da am Ende nicht jubeln sehen. Das will ich auch nicht. Kannst du mir da raushelfen aus dieser Achterbahn, Alice? Ja, aber ich glaube nicht so, wie du dir das wünschst. Also ich finde, es ist das klassischste aller klassischen Spiele, wo die Eintracht der perfekte Aufbaugegner ist. Ja, hervorragend. Das hilft mir jetzt wunderbar aus meiner Achterbahn raus. Ich kann dir raushelfen, aber ja, ich habe nicht gesagt, wie. Genau, du hast quasi rausgeworfen. Genau, am Ende vom Looping hast du mal gerade eben spontan die Schienen weggerissen und hast mich in den freien Fall geschickt. Hervorragend. Ja. Von Achterbahn in den Freefall Tower. Und das mit meiner Höhenangst. Himmel, Herrgott.
Ja, also, ich sehe es ähnlich wie du. Also ich sitze mit dir im Waggon, sagen wir es mal so. Großartig. Das, was Werder Bremen in dieser Saison gezeigt hat, jetzt auch in der Rückrunde, ist tatsächlich unterirdisch bisher gewesen. Ja. In so vielen Dingen. Also jetzt mal das Pokalspiel gegen Dortmund rausgelassen, ist es wirklich schwierig. Aber das, was die Eintracht in Auswärtsspielen bisher gezeigt hat, ist, finde ich, auch sehr schwierig. Deswegen, also ich würde mir wünschen, dass die Eintracht holt sich jetzt dieses Ding in Salzburg, spielt dann am Sonntag gegen Bremen mit einer relativ identischen Mannschaftsaufstellung und holt sich dann quasi mindestens ein Remis und fährt damit so ganz gut. Im besten Fall, eigentlich musst du da Werder Bremen vom Platz schießen. So, mir fehlt aber, und jetzt kommt mein wahrscheinlich großer Rundumschlag, mir fehlt aber tatsächlich jemanden, der einen Verein abschießt, außer Philipp Kostic. Mir fehlt in solchen Spielen jemand, der aus der zweiten Reihe abzieht, der mal so ein Scheißding, weil du brauchst gegen so einen Gegner, der sozusagen verunsichert ist, brauchst du eigentlich in der 12. Minute irgendwie so ein Dudel-Daddel-Tor, was 8-mal abgefälscht ist. Aber das musst du halt auch erzwingen. Ja, mein Problem dabei ist halt, du hast halt eigentlich zwei Mannschaften auf dem Feld stehen, die verunsichert sind, weil ich trotzdem das Gefühl habe, auch wenn wir dieses Spiel, trotzdem wenn auch eine doppelte Verdingsung, dieses Spiel gegen Salzburg am Donnerstag nach Hause fahren, was ja in meinem Tipp sehr klar und deutlich ist, bist du dann trotzdem wieder am Sonntag in diesem Liga-Alltag. Es ist Sonntagabend, es ist 18 Uhr, du bist gedanklich schon. Aber dann sollen die das halt verdammt nochmal annehmen. Also das geht mir echt auf den Keks, diese ganze Nummer von wegen, ja, und dann ist es wieder grauer Alltag und so weiter. Seit wann ist denn eigentlich Liga zum grauen Alltag bei der Eintracht geworden? Können wir nicht auch einfach mal auf so ein Spiel bei Werder Bremen auswärts, die am Boden liegen, denen wir sozusagen nochmal den K.O.-Schlag geben können, auch einfach mal Bock haben, wenn du davor... Du musst sie ja eigentlich noch nicht mal mehr schlagen. Du musst ja nur noch die Schippe mit dem Sand drüber laufen. Nur noch so ein bisschen Sand draufwerfen, weil sie sind ja eigentlich schon in dem Loch drin. Das zeigt ja auch diese Hilflosigkeit unter der Woche jetzt wieder, dass sie zwar an ihrem Trainer festhalten, aber rundherum irgendwie den kompletten zweiten Trainerstab da in Grund und Boden wegmanövrieren. Also die sind ja eigentlich schon total in dem Loch drin, aber wie du schon sagst, wir sind dann wieder derjenige, der kommt und sagt mit der Leiter und sagt, willst du nicht doch noch eine Runde mitspielen? Euch geht's schlecht? Ja klar, wir kommen und helfen euch. Ja. Hallo, wir sind die Eintracht. Ja, ich glaube, die Kollegen von Fußball 2000 waren es, die diese Woche dieses Bild von diesem Robin Hood mit dem Eintracht-Symbol hatten. Das passt da leider sehr gut. Also mich nervt es, dass wir immer so sprechen müssen, weil mich nervt diese Eintracht, wo die auf dem Platz steht und du merkst, boah, die haben eigentlich keinen Bock auf dieses Spiel. Und die zeigen es auch nicht. Und da ist auch kein Wille, da ist kein Teamgeist und da ist dann kein irgendwie Hauruck, der so nicht Hauruck, sondern kein Ruck, der durch die Mannschaft geht. Das geht mir auf den Keks und das will ich an dem Sonntag nicht sehen, ganz unabhängig, wie das gegen Salzburg ausgeht. Das ist jetzt, das ist das Schlüsselspiel für Eintracht Frankfurt, nachdem dieses Berlin-Ding in die Hose gegangen ist. Da muss die Eintracht auf dem Platz stehen und sagen, hier, wir sind Eintracht Frankfurt, wir stehen im besten Fall jetzt im Achtelfinale der Europa League und ihr könnt uns mal gar nichts. Ja. So, und genau so musst du auftreten. Und dann hast du den doch schon auf dem Boden liegen, den Werderaner. Dann. Ja, dann ist nicht aufgewerdert, dann ist ja ausgewerdert. Oder ausgewerdert. Ja, wie auch immer. Aber so geht's nicht. Und das möchte ich am Sonntag sehen. Und wenn du dann meinetwegen, ich werde mich wahrscheinlich am Sonntag zu Tode ärgern, wenn es so kommt, nur ein 2-2 rausholst, ja, dann okay. Aber ich möchte sehen, dass die Eintracht dieses Spiel annimmt und zeigt, ich bin hier der geilste Checker vom Neckar. Der geilste Checker vom Neckar. Sendungstitel incoming. Du weißt, wo ich hin will. Ich weiß, wo du hin willst und ich würde da auch total gerne mit dir durch diese bereits geöffnete Tür gehen. Rudern, auf dem Neckar, da durch den Torbogen rudern, whatever, das nimmt ja wieder ganz komische Züge an. Aber was mir halt fehlt, ist derjenige, der halt wirklich es schafft, diese Mannschaft da auf Linie zu setzen, weil
vielleicht bin ich da jetzt gerade einfach auch dieser Präventiv-Pessimist, weil Basti nicht da ist, aber ich sehe halt, was mir fehlt, ist so einer wie ein Boateng, der sich dann halt einfach da hinstellt, den allen links und rechts eine Backpfeife verpasst und sagt so, Junge, jetzt hier raus, Fußball spielen. Du mich verarschen willst. Ja, genau, sowas. Ja, der einfach mal zwei wegcheckt und sagt, so geht das, Jungs, auf nach vorne. Und den sehe ich halt gerade nicht. Nee, aber sowas muss dann halt von der Mannschaft kommen. Das musst du dann halt, das wenn ich jeder halt das auch nicht. Zu wie viel Prozent auch immer zeigt, dann ist man das halt, muss man es halt zusammen machen. Ja. Oder zumindest vier. Und es kann halt nicht immer sein, dass es ein armer Philipp Kostic, der mir wirklich, wirklich mittlerweile leid tut, weil der da links auf und ab läuft, sich zu Tode ackert mit irgendwelchen kreativen Ideen und es kommt rein gar nichts. Ja. Und ich würde zum Beispiel auch, und jetzt kommt was Wildes, oha. Ich weiß, jetzt sag nicht Kostic draußen lassen, dann wird dieses Gespräch sofort beendet. nein, auf gar keinen Fall. Ich würde zum Beispiel gerne in so einem Spiel auch mal den Çetin sehen. Einfach irgendwie jemanden, der gerade sich einen Scheißdreck drum kümmert, was links und rechts passiert, der einfach nur Bock hat, Fußball zu spielen und mal so richtig... Bisschen frischen Wind, der hat nichts zu verlieren, der soll mal ein bisschen frisches Blut mit reinbringen und einfach mal das Ganze ein bisschen auflockern, mal ein bisschen neue Bewegungen mit reinbringen, weil ich das Gefühl habe, die das machen, das ist halt so, keine Ahnung, wie so ein Bürojob. Die sitzen halt, gehen halt jeden Tag Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr dahin, außer irgendwie Philipp Kostic, der nochmal ein paar Außendiensteinsätze hat und der deswegen richtig Bock hat. So. Der irgendwie seine Schritte noch nicht voll hat und sagt, ich muss hier nochmal eben 5000 Genau, ich laufe in meinem Büro hin und her und mache irgendwie alles auf meinem Handy statt am PC. So. Und drumherum hast du halt irgendwie die 55-Jährigen, die halt nur an ihrem Rechner noch mit Röhrenfernseher sozusagen sitzen. Monitor, ja. Ja. Das könnte tatsächlich eine Variante sein, ist halt dann auch wieder so, halt einfach so ein Game, was er dann da halt machen muss. Ich meine, vielleicht bin ich ja jetzt auch schon wieder zu pessimistisch, aber die Rotation am Montag hat ja schon gezeigt, dass das jetzt auch nicht so die geilste Idee ist, auch wenn sie wahrscheinlich notwendig war, aber irgendwie hat es dann auch nicht so funktioniert. Gut, wenn du vielleicht einen austauschst, ist vielleicht noch ein bisschen einfacher, als wenn du jetzt irgendwie die Hälfte der Mannschaft da austauschst. Aber Entschuldigung, können wir einfach das Projekt Durm und Chor für beendet erklären? Ja, da wäre ich sehr dafür. Also zumindest Durm ist wirklich case closed, aber also Chor meinetwegen nochmal ab und zu, der ist zum Beispiel einer, der wenigstens mal abschießt. Ich sag nicht gut, aber also wenigstens mal abzieht, nicht abschießt. Den kannst du halt wirklich, also wenn du bei Tipico irgendwie auf rote Karten wetten könntest oder auf viele gelbe Karten, dann würde ich das auf jeden Fall tun, wenn Chor auf dem Platz steht, weil der ist ja immer ein Kandidat für. Also ja, für die ich Richtung. Meinte tatsächlich aber, dass er mal aufs Tor zielt aus Ach so. Distanz. Aber, ja, gut, aber der kann auch Spieler gut abschießen. Also wenn du einen brauchst, der dann irgendwie ab der 80. Minute einfach alles, was in Richtung Mittellinie kommt, mal so konsequent wegflext, dann ist der da halt auch extrem gut für. Ja, aber für mehr reicht meine Liebe da jetzt auch nicht mehr aus. Nee, und da muss man dann tatsächlich sagen, ich dachte nicht, dass ich diesen Satz wohl jemals in meinem Leben sagen werde. Da fehlt dann vielleicht dann doch ab und zu auch mal ein Fernandes. Weil der war halt wenigstens ein bisschen so jemand. Ja, der ist halt auch einfach cleverer, ja? Den Fernandes, der ist schon ein Ticken cleverer. Der ruht halt einen weg. Finden uns hier im niedrigsten Niveau von Cleverness, ne? Ja, also ich finde den schon irgendwie ganz sympathisch, was das angeht. Also der hat so einen schönen Unschuldsblick, wenn er dann einen erstmal irgendwie 3 Meter durch die Luft befördert und dann so, ich war nicht hier, das war ein anderer. Ja, während ein Chor da irgendwie steht und noch irgendwie einfach stehen bleibt und nur guckt. Naja, also ich erinnere mich auch an die dümmste gelb-rote Karte von Fernandes an der Seitenlinie im Niemandsland. Also, das ist richtig. Nee, aber der Einstellung her wenigstens. Und der weiß halt vielleicht eher mal, wann man das richtige Foul ansetzt und wann nicht. Aber trotzdem ist der auch bei sowas ein Risikofaktor. Aber Durm und Chor, das ist halt einfach, ist nix. Aber lieben wir nicht auch so Spieler mit so Risikofaktoren, wenn man jetzt mal irgendwie an Zambrano und Franz und sonst noch irgendwie denkt, die hatten auch die alle waren irgendwie halt so einen Risikofaktor. Arschlöcher, in Anführungszeichen, weißt du? Ja. Die fandst du halt auch geil, weil die keiner geil fand. Die findet man nur geil, wenn die im eigenen Team sind. Das ist richtig. So. Und
Durm und Chor sind halt die netten Schwiegersöhne von nebenan, die halt Blödsinn machen, was du halt dann noch beschissener findest. Die halt irgendwie versuchen, irgendwie Süßigkeiten am Kiosk zu klauen und sich dabei halt auch noch erwischen lassen. Und denken, es wäre lustig und es halt eigentlich total dämlich. Ja. Weil, keine Ahnung, der Kiosk oder so schon eigentlich insolvent ist. Ja. Genau, oder insolvent ist, so. Ja. Gut. Metaphern-Game auch durchgespielt. Ja, heute irgendwie alle Games durchgespielt. Was waren wir? Achterbahn, Rudern, Kioskverkäufer. Heute, diese Sendung hat definitiv alles. Ja, aber was machen wir jetzt aus dem Bremen-Ding? Steigen wir in die Achterbahn gar nicht erst aus, gar nicht erst ein, gar nicht das Spiel erst irgendwie gucken oder finden wir noch irgendwie einen Weg, um doch heile da durchzukommen? Also ich möchte gerne, es ist mein erster freier Sonntag seit langer Zeit. Ich würde gerne, dass die Eintracht diesen Sonntag, dieses Spiel einfach wegmoderiert. Einfach 2-0 wegmoderiert. Und ich das gemütlich auf der Couch schauen kann. Das wäre mein Ziel. Einfach sagen, hier, wir sind hier der Babo und wir machen das Ding hier. Und Bremen einfach gar nicht ins Spiel kommen. Schönes Tor in der 17. Minute und dann finito la musica. Ja. Das wäre mein Traum. Ob das so kommen wird, das weiß man prinzipiell nie. Also, Problem ist natürlich so ein bisschen, dass für Werder Bremen echt now or never. Also, die brauchen da einen Sieg. Das ist schon so ein bisschen so ein, in Anführungszeichen, auch so ein kleines Endspiel. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber die brauchen daheim ganz dringend einen Dreier, weil sonst haben die nicht nur das Problem, dass, glaube ich, auch die Fans sich so langsam da abwenden, sondern dass dann auch die Thematik mit wir behalten Kohfeldt nicht mehr so lange gut geht. Ja, die Diskussion hatten wir ja letzte Woche auch schon so ein Stück weit. Und umso mehr ich mir dieses ganze Thema angucke, habe ich so ein Stück weit das Gefühl, dass die ein Stück weiter in der Entwicklung schon sind und einfach sich mit dieser Situation abgefunden haben. Quasi schon gedanklich mit der zweiten Liga und Kohfeldt in der zweiten Liga planen und eigentlich da irgendwie so ganz fein mit sind. Und wir halt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Na. Weil das wäre der, also soweit ich da drinne stecke, wäre das der finanzielle K.O. von Werder Bremen. Ja. Ich glaube nicht, dass sie sich diesen Abstieg erlauben können. Und ja, wer kann sich schon so einen Abstieg erlauben eigentlich? Nein, aber du hast es mal sozusagen in Anführungszeichen mal mit einkalkuliert. Schau dir den Eintracht-Abstieg an. So. Da ist halt dann direkt der Wiederaufstieg und das ist natürlich Verlust in Anführungszeichen, also es ist eine Verlustsaison und du musst dich neu aufbauen, aber ich glaube nicht, dass sie sich das leisten können. Weil dann geht das Geld ein bisschen aus, habe ich so den leisen Eindruck, kann mich aber auch komplett täuschen, aber ich glaube nicht, dass die sich dieser Abstieg, der ist ja auch nicht kalkuliert. Ich meine, hieß es ja vorher mal von wegen, wir wollen Europa League mindestens mal angreifen. Ja. Gut, oh. Wenn du nicht gerade Aufsteiger bist, ist es ja immer so das Minimalziel, was du eigentlich rausgeben müsstest, weil zu sagen, als gestandener Bundesligist, zu sagen, von wegen, wir wollen dieses Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun haben, da lockst du ja auch keinen hinterm Ofen hervor. Also du musst ja schon ein bisschen ambitioniertes Ziel haben. Natürlich, aber ich glaube nicht, dass du dir als Werder Bremen mit der Mannschaft, die du da hast, die du da auch zusammengekauft hast, mit dem Trainer, was du da für Ambitionen hattest, kannst du dir einen Abstieg nicht erlauben. Und kannst du, glaube ich, auch nicht verkaufen mit Kohfeldt soll bleiben und soll uns im besten Fall oder im schlimmsten Fall auch noch in der zweiten Liga wieder neu aufbauen. Mhm. Das kannst du nicht durchbringen, wenn du jetzt dann irgendwie 18 Spiele nicht gewonnen hast und dann absteigst. Mhm. Ja. Und ich glaube, so ein Heimspiele sind ja immer nochmal für sowas, das kann das Ding drehen. Das dachte man, glaube ich, in Bremen schon nach dem Pokalspiel gegen Dortmund, dem gewonnenen, dass es jetzt der Turning Point kam. Der kommt aber nicht und irgendwann kommt dann der Point of No Return. Und das könnte das Eintracht-Spiel werden. Das ist eine Chance, um wieder zu uns zu kommen, die sie nutzen muss. Und wie gesagt, das möchte ich sehen. Und wer das macht, ist mir auch relativ wurscht eigentlich. Ja. Also mir fehlt da auch, weißt du, wenn wir sprechen jetzt hier, dass ich einen Chetin da sehen würde. Weil wenn ich mir die Bank angucke, fällt mir da keiner ein, wo ich sage, der bringt mir diesen Effekt.
Ja, das wäre so ein Spiel, da hätte ich gesagt, ach, ein Joveljic kann doch da mal spielen. Der hat doch vielleicht Bock auf so ein Spiel. Einfach mal reinbringen, einfach mal machen lassen. Ja. Aber sowas habe ich ja überhaupt nicht auf dieser Bank. Ich habe da 18.000 defensive Spieler. Da brauche ich auch keinen Ilzanka oder sowas zu bringen. Nee. Das ist alles das falsche Zeichen. Eigentlich musst du auch mal wieder mit Paciencia und Silva vielleicht als Doppelspitze da vorne spielen. Ich würde sagen, vielleicht ist das wirklich auch so ein Spiel, wo du mal mit einer Doppelspitze mal wirklich offensiv, wie du schon sagst, wenn du einfach wirklich mal die Arschbacken zusammenkneifst und sagst von wegen, komm, pass auf, wir haben hier in der Euroleague gewonnen, wir haben Leipzig zweimal weggefiedelt, ihr braucht hier nicht mit euren komischen Spruchbändern und euren coolen Slogans und Twitter-Hashtags zu kommen, das hatten wir schon alles 3 Jahre vor euch, ihr seid hier auch nichts Besonderes mehr und dann halt wirklich einfach mal irgendwie mit, weiß ich nicht, 2 Stürmern, 2 offensiven Außen und noch irgendwie einem halbwegs sowohl offensiv als auch defensiv fähigen Mittelfeld da agierst, das wäre halt schon einfach ein ganz klares Statement an dieser Stelle. Genau, das gibt aber auch schon ein Statement, bevor du überhaupt den Platz betreten hast. Da sehen die Werderaner, die spielen hier so offensiv, das könnte ja interessant werden. Ja. Und wenn du dann aus der, sag ich mal, der kontrollierten Defensive mit dieser Viererkette, die sich ja jetzt mittlerweile soweit ganz gut gestellt hat, und davor einen Hasebe noch als Absicherung, da könntest du halt mal ein bisschen was bringen wenigstens. Das wäre so mein Wunsch, zu zeigen, wir sind hier zu Hause sozusagen oder die Punkte nehmen wir mit nach Hause. Dann male ich jetzt hier mal auf mit dieser Tastatur mal meine Wunschaufstellung für Bremen hin. Das wäre ganz klar natürlich Trapp im Tor, da führt sowieso kein Weg dran Übrigens vorbei. Übrigens darf ich da noch was sagen? Ja. Zu Trapp möchte ich gerne einen Satz sagen und dieses Interview nach dem Union-Berlin-Spiel bei den Kollegen von Datsen. Haben Sie schon mal im Tor gestanden in Ding? Oder? Genau, und es war kein Torwartfehler. Ist es sein Ernst? Will er mich eigentlich verarschen? Sag doch einfach, ja, es war ein Fehler, abputzen, passiert auch mir, weitermachen. Ja. Was soll denn das? Das finde ich so auch das ist für unsouverän mich wieder, und ja. So unnötig. Sag doch einfach, ja, fuck, wir haben uns falsch abgesprochen, beim zweiten sehe ich nicht so gut aus, kann mal passieren. Kann ich jetzt auch nichts machen, fertig, Ende Gelände. So. Ja, ist halt auch wieder so der Punkt, den wir vorhin besprochen hatten, mit nicht als Kollektiv und jeder ist so in seinem Ding. Hätte eigentlich auch als, nicht Kapitän, aber schon als wichtiger Faktor in der Mannschaft und als Schlussmann halt einfach mal sagen müssen, ja, sorry, war blöd gelaufen und mindestens eins von den Dingern nehme ich auch total auf meine Kappe, weil da hätte ich anders da agieren müssen. Ich habe die Mannschaft da vielleicht auch ein Stück weit im Stich gelassen. Das wäre halt auch so eine ganz wunderbare Botschaft gewesen, nach außen, an die Fans, aber auch an die Mannschaft. Ja, aber stattdessen alle ist es wieder so dieses nach dem Motto, ja, aber ich war es ja nicht alleine und die anderen haben mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar die ganze Schuld. Ja, und auch einfach so auf so eine patzige Art und Weise gegenüber Herzi. Also finde ich vollkommen unnötig, da sowas aufzumachen. Das hat mich so geärgert, weil ich mir denke, du bist unsere Nummer 1, du bist auch Kapitän, du bist gestanden, du hast es doch gar nicht nötig, du wirst überhaupt nicht angegriffen, selbst wenn dir dieser Patzer gemacht wird. Ja. Weil alle wissen, was du für ein souveräner Rückhalt ansonsten bist und es sei dir sozusagen, wenn sich so jemand was mal erlauben kann, dann ist es ja aktuell Kevin Trapp, weil er sonst immer stark hält. Und dann diesen Auftritt da, den fand ich so daneben, das hat mich so geärgert. Das ist auch einfach kein gutes Zeichen. Hm. Wollte ich nochmal einmal loswerden, wenn ich schon eingeladen bin. Ist ein wichtiger Punkt. Fand ich jetzt auch nicht so gut. Ist mir jetzt nicht so ganz präsent im Gedächtnis geblieben, dass es mich jetzt so immens gestört hätte. Aber ja, gehört zum Gesamtkonstrukt halt einfach mit dazu, ja. So, wir waren aber gerade bei dem Thema offensive Aufstellung. Ich würde dann tatsächlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, gegen Bremen mit einem 4-2-4 spielen. Hinten die bekannte Viererkette im Mittelfeld, so in der Zentrale, So und Rode und dann halt vorne einfach die 4 Kostic, Paciencia, Silva und Kamada, um da mal richtig Druck auf den Kessel zu bringen. Also kein Hasebe? No. Okay. Ich bin jetzt wild. Ich sag Cetin und Rode. Cetin und Rode. Okay.
anstatt So dann. Mhm. Wäre auch mal was. Aber das wäre halt wirklich so ein richtig geiles Statement, so nach dem, wie du schon gesagt hast, so nach dem Motto, wir sind hier diejenigen, die den Takt vorgeben, auch wenn ihr hier zu Hause seid, aber wir entscheiden, wie dieses Spiel heute ausgeht. Ja, oder alternativ, wenn Rode, der braucht ja in letzter Zeit auch mal ab und zu eine Pause, hatte ich Bäuschen. So den Eindruck, ein Bäuschen, dass man Hasebe und Chetin. Hasebe als alter Hase quasi, der den Jungen ein bisschen führt. Den jungen Dachs. Der alte Hase und der junge Dachs. Hier fallen hat heute Sendungstitel raus, meine Fresse. Ja, irgendwann hat er auch schon Konstante, Inkonstanz oder sowas geschrieben. Also es ist, du hast einiges auf dem Tablett. Eieieiei. Haben wir schon mal, oder ist es überhaupt möglich, da bist du vielleicht mehr drin als ich, So auf rechts? Kann der das? So, könnte der das? So auf rechts als mehr offensiv, du meinst jetzt? Mhm. Boah. Also ich meine, wenn man mit, klingt jetzt total blöd, aber wenn man mit Chandler auf rechts spielt, weiß nicht, ob er es kann, aber so all in. Ja, all in, ja. Nur mal so eine, also ich habe keine Ahnung, aber ich finde, hat er ja noch einen ganz guten Offensivdrang und auch irgendwie einen Schuss und hat ja auch schon die ein oder andere sehr präzise Flanke mal in seinem Leben geschlagen. Weiß jetzt nicht, ob er sich da zu Hause fühlt, ist ja aber offensichtlich auch wohl keine Option dafür, ist nur so eine wilde Idee aus der Not. Ja. Bleibt wahrscheinlich wild. Ja, also das wäre mir tatsächlich, glaube ich, ein Stückchen zu wild. Ja, ist okay. Das ist ja, nee, ich weiß nicht, was das ist. War auch mehr so ein Gedankenspiel, ja. Ob das überhaupt Rahmen des Möglichen. Ja, ich meine, wir haben auch schon mit einem Durm da so als mehr rechtsoffensiv gespielt. Also von daher schlechter werden oder auf dem gleichen Level werden kann es jetzt halt auch nicht mehr. Also. Ja, es kann natürlich aber auch sein, dass, oder hattest du das gesagt? Nee, gell? Dass ein Gacinovic für das Spiel wieder fit ist. Wenn er fit dann wär, wahrscheinlich ein wäre er natürlich spielen. Auch eine ganz gute Alternative für einen Kamada da vorne, wenn der halt eben wieder ein Päuschen braucht. Auf ich der anderen Seite. Aber statt meinem Freund Gacinovic. Ja, auf der anderen Seite, ich glaube, wenn wir halt, wie wir schon bei den anderen gesagt haben, dass sie jetzt einfach auch mal durchgeschleppt werden müssen und Chancen brauchen. Ich glaube, in Kamada, genauso wie in Silva, auch wenn du die Jungs halt einfach mal eine Zeit lang spielen lässt, dann wird da schon was Gutes draus. Du musst ihnen halt auch ein Stück weit Vertrauen schenken. Das ist natürlich in so einer Situation, wie in der sich die Eintracht gerade befindet, wo du auch in so einem Spiel immens unter Druck stehst, jetzt nicht einfach und dann irgendwie zwei Experimente machen, hat in der Vergangenheit auch irgendwie nicht so richtig funktioniert, zumindest nicht, wenn wir sie zum selben Zeitpunkt machen. Aber, also ja. Ich würde gerne davon weg zu rotieren, weil wir sozusagen schonen, sondern ich würde gerne, wenn wir rotieren, in Anführungszeichen, dann um eine bessere Lösung zu eine bessere Lösung zu finden, weil diese Rotation, die geht einfach schief, weil da kommt halt leider einfach nichts von der Bank auf diese Art und Weise, wie wir es jetzt auch eben am Montag. Montag war das beste Beispiel, haben wir jetzt schon durchbesprochen. Ja. Ich würde gerne, wenn rotieren, dann halt auch wirklich, um einen Plan dahinter zu verstecken. Und ich habe keine Lust, dass wir da irgendwie mit einer komplett defensiven Mannschaft antreten, weil das lohnt sich einfach, finde ich, nicht. Und dann muss man halt, ich finde, du musst einen Rode spielen, du musst die Leute auch wieder sich einspielen lassen. Ich habe das Gefühl, die sind in dem Team, so wie wir es uns vorstellen, also jetzt vor allen Dingen auch für das Salzburg-Spiel quasi, die sind noch nicht komplett eingespielt und da braucht auch noch ein Silva mehr Kontakt zum Rest der Mannschaft und so weiter und so fort. Deswegen, und die Winterpause ist jetzt auch noch nicht so lange her, also jetzt auch noch nicht sein, dass das irgendwie alles hier schon auf dem Zahnfleisch geht. Also sollen die doch einfach mal busy spielen. Ja. Gut. Jetzt kommt der Tipp, gell? Den hast du ja schon gegeben. Du hattest ja schon gesagt 2-0. Bleibst du dabei oder möchtest du das ändern? Ach so, ja. Ich habe hier stehen 2-1, aber wir können auch 2-0 machen. Das ist okay. Kann ich mitleben. Ja, du hast mich jetzt so ein bisschen aus dieser Achterbahn wieder rausgeholt und ich würde sagen, ohne Gegentor geht es halt leider momentan nicht, aber ich würde auch hier zu einem 3-1 für die Eintracht mich
bringen lassen. Gut. Auch das. Damit wäre dann Bremen abgewertet und dann können wir nach vorne gucken, was dann da noch kommt. Pokal und solche Dinge, die besprechen wir dann in der nächsten Woche. Um auch mal zu gucken, dass es eigentlich auch noch schlechter sein könnte, Spoiler, Spoiler, gucken wir jetzt mal auf die Saison von vor 20 Jahren. Da haben wir nämlich auch so ein bisschen was abzuarbeiten, aber erstmal kommt der Jingle dafür. Liebe Zuschauer, Alexander Schur. Jetzt ist Schluss! Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga. Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Irrenhaus! So, und dann sind wir beim noch 22. Spieltag angekommen in der Saison 99-2000. Und weißt du noch, gegen wen wir an diesem 22. Spieltag spielen mussten? Ich hätte es nicht gewusst, ich habe aber nachgeschaut. Ah, es war nämlich der FC Bayern, die uns nach München eingeladen haben zu ihrem 100. Geburtstag. Und da waren wir auch sehr gnädig, was die Geburtstagsgeschenke anging. Sie haben nämlich am Ende des Tages dann 4-1 gewonnen nach Toren von Zickler, Sergio, Anschlusstreffer von Reichenberger, dann wieder Zickler und dann am Ende noch Giovane Elber. Das waren jetzt 5 Tore, oder? Es waren 5 Tore, aber sie haben halt nur 4 geschossen, die Münchner. Das eine war für uns. Ach so, jetzt war ich gerade, ich dachte, du hättest hast mich aus dem Konzept gebracht. Nein, Reichenberger war der Treffer in der 49. Also das war alles in allem für uns ein gebrauchter Tag nach 3 Siegen in Folge unter dem dann zur Winterpause ja neu gekommenen Trainer Felix Magath ging es dann da jetzt wieder mit einem Dämpfer zurück nach Frankfurt. War alles in allem für die Bayern wahrscheinlich ein sehr schöner Geburtstag. Für uns dann doch eher nicht so. Wahnsinn, was das damals für eine Aufstellung war. Das ist so weit weg. Ja, die Aufstellung auf Eintracht-Seiten war Heinen im Tor, Schur, Hubschef, Kutschera in der Abwehr, davor Weber und Mutzel in der Mitte, auf den Außen Gebhardt und Sobotzik und vorne die 3 Offensiven, Salou, Reichenberger und Held. Das ist übrigens ein Weltklassebild von Reichenberger beim Kicker, falls das sich mal jemand anschauen möchte. Ja, da sieht er auch so aus, das ist glaube ich noch aus der C-Jugend oder so. Ne? Ja, sieht so aus, wie gerade vom Bolzplatz runtergeholt. Das ist der junge Timo. Genau, die Bayern da hingegen mit der Aufstellung der Vollständigkeit halber, Kahn im Tor, davor Babbel und Kufur, dann im Mittelfeld oder als offensiver Außenverteidiger Salihamidzic und Tarnat und im Mittelfeld Jeremies, Fink, Effenberg und vorne Sergio, Zickler und Santa Cruz. Ja, und auf der Bank noch so jemanden wie Linke, Lisa Razou. Scholl. Ja, Elber, der noch reinkam, Anderson, der noch reinkam und ein Wiesinger, der noch reinkam. Trainer beim FC Bayern damals, wie sollte es nicht anders sein, Ottmar Hitzfeld. Weißt du, warum Jan Arge damals nicht gespielt hat? Nein. Okay. Vielleicht weiß es jemand von den Hörern und kann mich aufklären. Nein, weiß ich leider nicht und im Spielbericht steht dazu auch nichts drin. Er war zumindest auf der Bank. Genau, aber er wurde noch nicht mal. Er wurde noch nicht mal eingewechselt, korrekt. Also die Eintracht hat eh nur einen Wechsel gemacht, wie zu guten alten Friedhelm-Funkel-Zeiten gefühlt. Ja, ist richtig. Der war auch. Auch in der 77. Minute. Auch in der 77. Minute. Ich wollte gerade sagen, ich hätte 75. im Kopf, aber es war tatsächlich die 77. Ja, ich glaube, es war eigentlich Friedhelm Funkel. Die Reinkarnation von Friedhelm Funkel in Felix Magath oder umgekehrt. Oder umgekehrt, aber wahrscheinlich hat sich das Funkel dann bei Magath abgeguckt oder hat irgendwann mal so ein geheimes Handbuch von Felix Magath gelesen, wo drin steht, du musst immer in der 77. Minute wechseln, das bringt Glück. Niemals vor der 75. wechseln. Ja. Regel Nummer 1. Regel Nummer 2 ist, alle Spieler auf dem Feld müssen in der Lage sein, als Sechser zu spielen. Ja. Am besten auch auf einer Linie. Genau. Genau.
Das war der 22. Spieltag und dann müssen wir natürlich, um die Aktualität zu wahren, auch noch über den 23. Spieltag sprechen. Wenn denn hier dieses Ding so will, wie es soll. Und am 22. Spieltag haben wir gespielt, auch an einem Sonntag, auch das letzte Spiel an diesem Spieltag, und zwar zu Hause, damals allerdings gegen den BVB, gegen Borussia Dortmund. Am 23. Spieltag. Am 23. Spieltag, genau. Und das Spiel ging am Ende 1:1 aus nach Toren von Herrlich für den BVB in der 5. Minute und dann Fjørtoft in der 77. Da ist sie wieder, zum 1:1 per Kopf. Und damit zumindest mal wieder so ein Punkt eingefahren. Und jetzt gucken wir mal noch auf die Aufstellung, wie die sich damals präsentierte, wenn es denn gerade hier laden will. Ich dir vorlesen. Dann mach doch mal. Heinen im Tor, Kutschera, Hubchev, Bindewald, davor Rasijewski, Schur, Gebhardt und Subotzig, so, und Gimien und dann Salou und Reichenberger vorne. Ja. Genau, und bei BVB stand Jens Lehmann schon im Tor. Ja, der stand da auch lange im Tor. Ja, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass der da zu der Zeit schon drauf stand. Doch. Ja, weil aber die anderen, finde ich, sind mit Cola und Worms. Ich habe das Gefühl, das ist so viel, nochmal eine ganze ältere Generation. Genau. Cola, Feiersinger, Nihus in der Abwehr, Kapitanovic und Worms auf den Außen, Stevic, Bukri in der Mitte mit Ricken zusammen und dann vorne Herrlich und Reyna. Das Reyna-Bild könnte auch Pepe Reyna sein. Ja, ist richtig. Ist aber Giuseppe. Ja, könnte aber auch kurz der Torhüter sein. Ja, das ist korrekt. Und dann wurde beim BVB sogar noch der Herr Bobic in der 78. dann eingewechselt. Das ist korrekt. Ja, machte aber kein Tor mehr. Fjørtoft auch in dem Spiel dann auf unserer Seite eingewechselt. Nicht in der 77., sondern in der 76. Da waren wir aber nah dran. Ja? Die Treffer kommen näher und hat dann ja eine gute Minute später dann dieses Kopfballtor gemacht. Ja. Ja. Genau. Und wir haben auf unserer Seite, wenn ich das richtig sehe, auch sehr früh gewechselt. Bindewald raus und Schneider rein. Ich glaube, der war verletzt, wenn ich das so richtig gelesen hatte. Würde man vermuten in der 26. Minute. Nachdem wir ja schon festgestellt haben, so frühe Wechsel. Ja, frühe Wechsel sind eigentlich nicht Eintracht-typisch. Das ist leider auch so ein Thema. Da kann man wahrscheinlich auch so eine komplette Sondersendung irgendwie drüber machen. Ja. Ja. Dann bleibt aber zu sagen, dass am Ende dieses 23. Spieltags sich die Eintracht auf Platz 16 mit 21 Punkten wiedergefunden hat. Nur noch schlechter der MSV Duisburg und Arminia Bielefeld mit 16 und mit 15 Punkten. Schon 3 Punkte Rückstand auf den rettenden 15. Platz und über Europa und international brauchte zu dem Zeitpunkt keiner so richtig reden. Eher nicht so geil. Ja. Da können wir jetzt noch froh sein, dass es noch nicht so weit ist. Boah, da standen die Löwen auf Platz 4. Das waren noch Zeiten. Ja, damals noch 2 Münchner Vereine in der Bundesliga. Und Haching dann auch noch? Ja. Der HSV wollte ich schon sagen, der TSV 1860 München hat an dem 23. Spieltag 4:3 gegen Hansa Rostock gewonnen. Auch so ein absolut unvergesslicher Klassiker. Wolfsburg und der HSV haben sich 4:4 getrennt. Da sind ja aber auch Tore gefallen. Ja. Das ist korrekt. Schalke wusste damals auch noch. Ich werde wahrscheinlich mein Leben lang darauf hängen bleiben und Sachen herausfinden. Ja, Schalke konnte auch damals noch Tore schießen, hat nämlich 3 Stück gegen den MSV Duisburg geschossen. Und Werder Bremen hat auch an diesem Spieltag verloren. Ja. Gutes O. Auch Sonntagsspiel. Auch Sonntagsspiel. Wenn die damals schon gegen Ulm verloren haben, dann werden die ja wohl heute auch noch gegen uns verlieren. Das ist eine ganz einfache Logik, die dort fortgeführt wird. Mit der Ulmer Kraft zum Sieg. Ah, ja, ja, ja. Bevor das hier wieder irgendwie rudert auf dem Neckar ändert, gucken wir vielleicht nochmal kurz als Ausblick, wer denn der Gegner am 24. Spieltag sein wird, den wir dann so die Hoffnung in der nächsten Woche besprechen. Da durfte die Eintracht nämlich schon freitags ran und musste nach Stuttgart fahren zum VfB. Und wie das Spiel ausgeht und ob wir damit den Anschluss an
das rettende Ufer des Nichtabstiegs halten können oder nicht, das, liebe Kinderlein, besprechen wir in der nächsten Folge. Erfahrt ihr? Nächste Woche. Genau, wir müssen ja hier irgendwie Spannungskurve und so, ne? Ja. So. Dann ist ja nächste Woche schon Pokal. Freunde, die Einschläge kommen näher. Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt. Einschläge kommen jetzt auch näher, wenn wir noch einmal kurz über die Empfehlungen sprechen. Da habe ich nämlich zumindest was und vielleicht hast du auch noch was. Aber erst kommt The Jingle. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Ja, wie schon und Alice gesagt, genau, all die anderen Lumpis haben sich hier heute verabschiedet. Von daher gibt es heute nur Empfehlungen von René und Alice. Und ich habe mal wieder zwei Podcasts hier mir aufgeschrieben. Und zwar geht es um dieses ganze Thema Politik. Ich finde, gerade in der aktuellen Situation ist sich über Politik informieren und einfach verschiedene Medien zu konsumieren, um für sich selbst eine Meinung zu bilden. Ich sage jetzt nicht, man muss Meinungen von anderen übernehmen, aber zumindest um sich selbst eine Meinung bilden zu können, was in der heutigen Zeit noch viel wichtiger geworden ist, sollte man sich informieren. Und deswegen habe ich mal wieder zwei Podcasts hier in die Empfehlungsliste gepackt, die ich meine, ich auch beide schon empfohlen haben, nämlich einmal das Logbuch Netzpolitik und einmal die Lage der Nation. Ist vielleicht nicht für jeden was, ich höre sie mir gerne an, sie helfen mir sehr bei diesem Einsortieren der politischen Lage und einfach die Empfehlung ist, informiert euch, um euch eine Meinung zu bilden und vielleicht helfen euch die beiden Sachen dort weiter. Und jetzt fällt mir auf, dass ich sehr unverschämt war und nicht die Gästin habe zuerst empfehlen lassen, es tut mir sehr, sehr leid. Alles gut, ich bin dir so oft heute in die Parole gefahren oder in die Parade gefahren, so, jetzt habe ich es auch. Ich habe vor allen Dingen, auch wenn wahrscheinlich keiner mehr Lust hat zu lesen, zum Unionsspiel, kann ich Reichsresterampe im Hessischen Rundfunk oder beim HR online sehr empfehlen, falls man es doch noch versuchen will, mit einem lachenden Auge das ganze Spiel zu sehen. Ich lachte. Das ist der Beitrag, wo er quasi diese die Kommunikation, die fehlende Kommunikation nachgestellt hat oder mal beschrieben hat, wie sie hätte sein können. Er schreibt die Gedanken der jeweiligen Akteure oder Protagonisten des ersten Gegentors auf, was sie sich so, was in deren Köpfe so vorgegangen ja, ist. Ja, habe ich auch gelesen. Großartig. Wenn es nicht so traurig gewesen wäre, hätte ich tatsächlich gelacht. Also nein, ich habe gelacht, aber es wäre in anderer Konstellation noch viel lustiger geworden. Ja. Ich verlinke es euch. Haben wir noch zwei Sticker-Kandidaten, auf die man noch hinweisen sollte, könnte, dürfte, ja, genau. Müsste. Genau, das hast du sehr gut aufgefasst. Das eine sind die vom Supersepp, glaube ich, ne? Genau, Supersepp, der mit seinen Stickern auch sehr jetzt schon mittlerweile große Züge gezogen hat. Ja. Eine Stadt, ein Verein gegen Rassismus, Faschismus und Homophobie. Ja. Und was würde mehr oder steht mehr für Eintracht Frankfurt als all das, was auf diesem Sticker klebt? Yes, so ist es. Das ist der eine und das andere ist der von Kito. Kito Dario. Genau, Kito Dario, Nazis doll aufs Maul. Auch das ein. Mit einem schönen Bild von. Mit einem schönen Bild vom Herrn Doll, genau. Auch das ein Statement, was man mal so stehen lassen kann. Genau. Wir sind bunt. Wir sind mehr. Wir sind Eintracht Frankfurt. Das ist richtig. Ich verlinke euch von beiden die Twitter-Accounts und dann könnt ihr dort freundlich anfragen, wenn ihr noch Bedarf an Aufklebern, Stickern, whatever ihr es nennen wollt, habt. Ich habe auch von Supersepp so einige verteilt. Einfach großartig und sollte man immer ein paar in der Hand haben, man weiß ja nie, wann man sie mal braucht. Genau. Sehr schöne Aktion.
Genau. Bestellt sie euch, beklebt Umgebung und Stadt. Genau, da wo Kleben erlaubt ist natürlich. Ja, natürlich. Ja, denn auch das Kleben darf kein rechtsfreier Raum sein. Obwohl, nee, in dem Fall muss es sogar ein rechtsfreier Raum sein, erst dann machen diese Aufkleber Sinn. Ja, so rum macht Sinn. Genau, das Kleben dieser Aufkleber sorgt für einen rechtsfreien Raum und das ist gut so. Genau. Ja, hast du noch weitere Empfehlungen? Nee, aktuell habe ich keine. Dann haben wir eine wundervolle Sendung hier zu Band gebracht. Ich danke dir, liebe Alice, fürs Teilnehmen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, immer wieder gerne. Auf Twitter kam der Wunsch des häufigeren Gästens sein bei uns. Ich glaube, wir müssen jetzt dann mal hier in die Vertragsverhandlungen einsteigen. Ja, macht mir mal ein Angebot, dann sprechen wir weiter. Nein, allzeit bereit, immer sehr gerne und freue mich natürlich auch, wenn auch eure treuen Hörer und Hörerinnen sich freuen, wenn ich dabei bin. Das macht es dann natürlich noch leichter und einfacher. Und bevor ich es vergesse, alles Gute zum 10-Jährigen. Ich bin sehr dankbar für diesen Podcast und finde es schön, ab und zu auch ein Teil davon zu sein. Genau, an dieser Stelle auch noch der Hinweis, wir haben es letzte Mal vergessen, eine Glückwunschnachricht zu spielen. Die kam nämlich noch von den Kollegen von Fußball 2000, genauer gesagt von Marc und Jan. Die hatten noch eine Sprachnachricht aufgesprochen. Die ist allerdings bei Google im Spamfilter hängen geblieben. Die werden sich wahrscheinlich gedacht haben, wir haben so viel Vergleichsmaterial, das ist definitiv Spam, deswegen schicken wir es mal eben da in den Ordner rein. Ich kann da auch nichts für, ich hätte es sonst gespielt. Genau. Aber sie hatten es ja dann noch auf Twitter veröffentlicht, vor daher nochmal vielen, vielen Dank für die Glückwünsche, die auch nach der letzten Sendung noch kamen. Es hat uns sehr, sehr gefreut und auch vielen, vielen Dank an all die Geschenke, die uns geschickt wurden per PayPal-Überweisung oder sonstigen Dinge. Vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank an die, die da besonders verrückt waren, allen voran, den Steffen. Vielen, vielen Dank, aber du bist maßlos bekloppt. Aber auch solche Hörer braucht's. Sonst wäre es ja langweilig. Sonst wäre es ja langweilig, genau. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt den Sack zu. Ich gucke, dass ich das Ding hier noch fertig produziert kriege, damit das alle, die vielleicht morgen spontan noch Richtung Salzburg aufbrechen oder spät Richtung Salzburg aufbrechen, noch hören können. Vielen Dank, Alice. Vielen Dank an alle, die zugehört haben live, die hier im Chat aktiv waren. Und ja, nächste Woche ist Pokal. Da müssen wir dann gucken, wie wir das Termin nicht unterkriegen. Also von daher behaltet die Webseite und die Social Media im Auge. Und bis dahin. Macht's gut. Ciao.